So, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich zeige euch mal meinen Bildschirm. Ich hoffe, zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben. Ich habe noch zwei Diskussionsteilnehmer mit dazugenommen, die sich nachher noch dazuschalten und einiges über ihre Erfahrungen auch mit dem heutigen Thema preisgeben. Und es geht heute um Animals Food. Das heißt speziell, ich sag mal, für die Möglichkeit für eure Tiere eine sinnvolle Nahrungsergänzung oder sinnvolle Produkte von LR hinzuzufügen zur normalen Nahrung. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Moment, jetzt muss man mal gucken, meine Folie funktioniert nicht. Ah, jetzt, okay, sorry. Und mag mich gerade vorstellen, ich bin Heilpraktiker und Sportheilpraktiker und habe tatsächlich vor über 30 Jahren auch die Ausbildung zum Tierheilpraktiker gemacht. Das muss man natürlich dazu sagen, ich habe nur wenig Praxiserfahrung als Tierheilpraktiker. Ich habe tatsächlich Hunde, Katzen und auch schon Pferde behandelt und tatsächlich auch schon mal eine Schlange. Aber das ist schon, ich sag mal, circa 30 Jahre her. Das heißt, ich werde euch heute in erster Linie aus direkten eigenen Erfahrungen mit unserem eigenen Haustier erzählen, mit dem Janko, unserem Wischler, und kann euch eben auch über unsere Haustiererfahrung mit unserer Katze erzählen und entsprechend von unserer Freundin über Pferde. Dazu habe ich dann aber noch zwei, finde ich, ganz tolle Partner heute Abend, die dann nochmal aus ihrem Erfahrungsschatz sprechen werden. Einmal eine Tierphysiotherapeutin und einmal eine Hundezüchterin. Und ich bin mir sicher, das wird heute ein mega interessantes Webinar für alle Zuhörer. Bei der Nahrungsergänzung, also bevor wir anfangen, wer auf dem Smartphone zuguckt und jetzt vielleicht nur mich sieht oder nur die Präsentation sieht und möchte aber beides sehen, man kann je nach Smartphone dann durch hin und her wischen, wechseln zwischen dem Sprecher und der Präsentation. Ja, es gibt auch Smartphones, wo man beides sehen kann. Müsst ihr einfach mal schauen. Gedanken vorab. Die meisten von uns geben ihren Tieren sogenanntes Alleinfutter. Und hier ist natürlich zu beachten bei diesen Alleinfuttermitteln, dass die zwar laut Herstellung alle Inhaltsstoffe von Makro- und Mikronährstoffen haben sollten, also so, dass das Tier bestens komplett versorgt ist. Jedoch muss man dazu bemerken, dass die Hersteller die Bedarfsdeckung in keinster Weise vorab oder auch währenddessen nachweisen müssen. Das heißt, wir können uns da nie zu 100% sicher sein. Dann gibt es natürlich darüber hinaus auch extrem individuelle Beanspruchungen. Das heißt, wir haben natürlich Tiere, die einen wesentlich erhöhten Bedarf haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel sich einfach mehr bewegen, vielleicht im Sport, zum Beispiel geritten werden, Sportpferde, Hunde, die entsprechend auch an Sportveranstaltungen teilnehmen, vielleicht Jagdhunde etc. Das ist die individuelle Beanspruchung. Dann natürlich ganz klar, es hängt vom Alter ab jeweils und auch von der Gegend, in der man lebt. Und ganz, ganz wichtig, es gibt immer mehr Tierfreunde, die ihr Tier biologisch artgerecht mit rohem Futter füttern, also nach dem BARF. Und in dem Moment brauche ich halt eine gewisse Nahrungsergänzung. Vorab möchte ich euch mal vorstellen, wo wir ganz tolle Erfahrungen gemacht haben, was eine sinnvolle Pflege für Haut und Fell betrifft. Und ich habe euch hier einfach mal ein paar Produkte gezeigt. Das betrifft jetzt erst einmal, wie gesagt, Pferd, Hund und Katze mit Nagern, Vögeln, Fischen etc. kann ich halt wirklich nicht 100% aus Erfahrung sprechen. Deswegen lasse ich das Thema auch wirklich beiseite. Was ich ganz, ganz toll finde, was für mich das Mittel der Wahl überhaupt ist, ist die Aloe Vera Box, und zwar mit ihrem Emergency Spray, mit dem Concentrate und mit dem Propolis. Und das ist nicht nur für den Menschen eine wahnsinnig interessante Geschichte, sondern tatsächlich auch die erste Hilfe beim Tier. Denn das Spray zum Beispiel kühlt, beruhigt, regeneriert die Haut, aber auch die Schleimhaut, also kann teilweise auch auf der Schleimhaut eingesetzt werden. Es ist natürlich sehr, sehr, sehr interessant bei Akutverletzungen der Haut, also Mückenstichen, aber auch zum Beispiel leichten Wunden wie Schürfwunden oder eben Insektenstiche, Schnitte etc.
aber auch bei Zahnfleisch- oder Mundschleimhautirritationen sehr, sehr gut anzuwenden. Es ist sehr gut für den Fellglanz, auch eine gute Pflege für die Krallen oder zum Beispiel beim Pferd für die Hufen als Basis für andere Haut- und Fellpflegeprodukte. Das heißt, bevor ich diese auftrage, immer erstmal mit Emergency Spray vorarbeiten, weil tatsächlich auch beim Tier sich dann entsprechend die Poren öffnen und einfach eine bessere Aufnahme der Wirkstoffe stattfindet. Es hält Insekten und Parasiten auf Abstand. Also viele Insekten und Parasiten mögen einfach Aloe Vera nicht und daher natürlich auch ein sehr, sehr guter Präventivschutz. Es bildet einen Schutzfilm, also es hält sich auch sehr gut an der Stelle. Ein bisschen müsst ihr aufpassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit den Hunden. Also unser Hund liebt Aloe Vera und immer wenn wir irgendwie Aloe Vera bei ihm irgendwo auftragen auf eine Wunde, schlägt er das natürlich direkt auch auf. Also muss man halt ein bisschen öfter nachtragen oder eben das Ganze mal abdecken. Wir haben im Emergency Spray 83% reines Aloe Vera. Das heißt, nicht nur 83% von der Pflanze, sondern 100% benutzen wir vom Blattgel. Und davon sind 83% in der Flasche, also im Endeffekt fast der gesamte Teil. Und dazu kommen noch 12 Heilkräuter. Und ganz, ganz, ganz wichtig, unsere Produkte sind aloinfrei, denn Aloin ist für Tiere definitiv giftig, für uns Menschen, sage ich mal, nicht ganz so krass. Bei uns ist halt eine Daueranwendung nicht sehr gut und kann eben zu Problemen führen, aber bei Tieren kann das wirklich direkt auch giftig wirken und daher bitte immer darauf achten, dass es aloinfrei ist und genau das ist bei den LR-Produkten der Fall. Warum ist es auch für die Haut wichtig? Ganz einfach, weil wir nie garantieren können, dass nicht davon auch etwas in den Organismus eindringt, zum einen, ne? Und zum anderen, also sonst wird es ja auch nicht wirken, und zum anderen natürlich, weil Tiere auch einfach mal gerne daran lecken oder eben zum Beispiel andere Tiere daran lecken. Und in dem Moment wäre es natürlich fatal, wenn man hier etwas hätte, was auf das Tier giftig wirken kann. In der Aloe Box enthalten ist auch das Concentrate. Das Concentrate ist das eigentliche Blattgel. Hiervon sind jetzt 90% reines Blattgel in der Tube enthalten. Es ist der Feuchtigkeitsspender schlechthin. Es beruhigt natürlich auch und regeneriert, aber ihr müsst euch vorstellen, gerade bei allem, was mit Trockenheit zu tun hat, zum Beispiel Ekzeme, Schrunden, Ragaden, also so Hautrisse, aber auch zum Beispiel die Wundränder, die eben sehr oft wieder einreißen, weil sie trocken sind, weil sie verkrusten, die kann man genial mit dem reinen Blattgel pflegen. Das ist auch wieder eine super Pflege für Ballen, Kralle und Hufe. Auch hier erst das Spray, dann das Concentrate und tatsächlich als drittes dann das Propolis mal auftragen. Es bildet ebenfalls einen Schutzfilm und ist auch aloinfrei. Dann haben wir als drittes das Propolis, was jetzt nicht nur die Feuchtigkeit spendet und beruhigt und regeneriert, sondern ist im Grunde genommen der Nährstoff für die Haut und gleichzeitig auch die Schutzbarriere. Denn das Propolis bei dem Aloe Vera Propolis bietet tatsächlich einen natürlichen antibiotischen Schutz. Und das Ganze ohne eben jeweils den Säuremantel der Haut des Tieres in irgendeiner Form negativ zu beeinflussen. Und damit natürlich ein ganz, ganz tolles, ich sage jetzt mal, biologisches Mittel, um zu helfen. Auch hier, das setzen wir vor allen Dingen dann als drittes ein, bei allem, was schon verkrustet, was richtig verhärtet, also Wundränder, Krusten, Schrunden, Ekzeme und so weiter. Die Haut wird genährt, die Regeneration wird deutlich beschleunigt und, wie ich schon sagte, eine Hautbarriere gebildet. Auch hier haben wir 90% reines Aloe Vera und dann eben das Propolis, was die Bienen herstellen. Und das ist eben, wie gesagt, auch sehr nahrhaft. Auch wieder aloinfrei. Für ganz heftige Fälle, also wenn ihr merkt, dass die Hautstellen anscheinend richtig heftig jucken, was ja nicht immer schlimm ist, das ist ja zunächst erstmal auch unter Umständen ein entsprechender Heilungsprozess im Gang. Aber Tiere können halt, ja, ich sag mal, nicht so vernünftig wie Menschen damit umgehen, dass man jetzt sagt, hey, bleib mal weg davon. Das wäre schön. Und bevor man dann ständig, sage ich mal, immer so einen komischen Kragen oder irgendwas anderes machen muss oder eben nachher vielleicht der Verband, das Abgedeckte, abgerissen wird, könnte man auch hier bei schlimmen, juckenden Hautstellen oder bei Ekzemen die Derma Intense anwenden. Die Derma Intense hat 20% Aloe Vera, aber hat einen sehr hohen Nachtkerzen,
und Maronia-Extraktanteil und eben Vitamin B12 und wirkt dadurch extrem beruhigend auf die Haut. Das heißt, der Juckreiz, die juckenden Hautstellen und Stellen im Fell gehen damit weg. Und es ist eben super, auch bei richtig heftigen Ragaden, also bei Einrissen in der Haut. Zu der äußerlichen Fellpflege und Hautpflege können wir dann noch von innen zusätzlich mitarbeiten. Sinnvoll hier zum Beispiel das Super Omega-3. Es verbessert definitiv die Hautregeneration und verleiht zusätzlich einen Fellglanz. Darüber hinaus ist es eben gut für Hirnfunktion, Herzgesundheit und so weiter. Da kommen wir aber gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Auch sehr interessant das Kolostrum. Das Kolostrum ist sehr, sehr effektiv, vor allen Dingen auch auf Schleimhäuten als Akutmittel, also gerade dann, wenn da irgendwelche Schäden vorhanden sind. Es unterstützt die Regeneration der Haut und der Schleimhaut durch die Wachstumsfaktoren. Es fördert die Heilung bei Hauterkrankungen, es dämpft Entzündungen und Irritationen und es fördert die Wundheilung. Und das Interessante ist, das Kolostrum könnt ihr äußerlich wie innerlich anwenden. Ja, das heißt, das kann man innerlich einfach geben, um eine verbesserte Situation zu erreichen im Stoffwechsel, im Schleimhaut- und Hautstoffwechsel, aber eben auch durchaus äußerlich, wenn ihr mal eine Wunde überhaupt nicht zukriegt, wenn die ganz schlecht verheilt, durchaus mal mit Kolostrum probieren, einfach mal auf so einen Tupfer drauf machen und dann vorsichtig am Wundrand eintupfen. Hier haben wir ganz, ganz, ganz oft tolle Ergebnisse und das eben nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Tier. Als drittes von außen wie innen möchte ich euch unbedingt das Cystus in Canis ans Herz legen, die Zystrose. Und die Zystrose fördert extrem den Heilungsprozess bei Wunden. Hier könnt ihr wirklich einfach mal so einen Sud machen, also einen Tee aufbrühen, den Rest dann eben nehmen und als Umschlag, als Breiumschlag mit einem Verband entsprechend benutzen. Es hält zusätzlich Zecken fern, wenn man es als Kapsel zum Beispiel gibt. Das machen wir immer ins Hundefutter. Man kann es aber auch als Tee unter das Futter mischen. Beim Hund im Regelfall so 1 bis 3 Esslöffel. Das entspricht ungefähr 1 bis 2 Gramm. Das reicht, wenn man das so ein bisschen mit heißem Wasser übergießt oder ins Nassfutter reinmischt. Das Gleiche gilt auch für die Katze. Beim Trockenfutter natürlich entsprechend nass machen. Und beim Pferd sind es so, bei der Katze sind es 1/2 Teelöffel. Und also ungefähr 500 Milligramm. Und beim Pferd sind es 3 bis 5 Esslöffel. Das entspricht etwa 9 bis 15 Gramm, je nach Größe des Tieres natürlich. Das kann man wunderbar ins Futter eingefeuchtet reinmachen oder zum Beispiel durchaus auch als Tee kochen und zum Trinken geben. Ne, bei der normalen Wasserration mit untermischen. Zudem unterstützt es natürlich super das Immunsystem, blockiert die Andockstellen für Viren, also wirkt direkt antiviral und ist ein effektiver freier Radikalenfänger und es wirkt antientzündlich. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Der Tee ist in Deutschland ab 1.7. wieder lieferbar. Das als gute Nachricht für alle, die absoluter Cystus-Fan sind. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, in Deutschland mussten wir den Tee leider erstmal vom Markt nehmen, weil man hier, ich sag mal, versucht hat, die Firma irgendwie anzuschwärzen. Wir hatten das im Endeffekt nicht als Nahrungsergänzung angemeldet, sondern sind halt davon ausgegangen, dass ein einfacher Tee ist, haben aber jetzt das Ganze eben gerichtlich gewonnen und somit ist ab 1.7. unser Cystus-Tee auch in Deutschland wieder haltbar. In allen anderen europäischen Ländern war das gar kein Thema. Da gab es den Cystus-Tee weiter. Ja, noch eine weitere sinnvolle Anwendung, die möchte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht bei Gelenkproblemen. Das ist das Aloe Vera MSM Body Gel. Es wirkt kühlend, es wirkt entzündungshemmend und vor allen Dingen astringierend. Das heißt zusammenziehen und dadurch auch abschwellen, ne? weil die Blutgefäße sich in dem Moment dann bei Schwellung, bei Ödemen zusammenziehen. Es wirkt antibiotisch und schmerzlindernd. Wir haben nämlich einen Beerentraubenblätterextrakt und einen Weidenrindenextrakt mit drin, die das eben zusätzlich bewerkstelligen. Auch wieder 60% Volumenprozent, alles reines Aloe Vera und wieder aloinfrei. Das Ganze könnt ihr dann äußerlich eben anwenden und dann eben meiner Meinung nach auch unabgedeckt lassen. Wenn ihr natürlich merkt, dass euer Tier das Ganze aufschlabbert, dann müsst ihr das irgendwie abdecken. Ja, dann haben wir
innerlich eine sehr, sehr sinnvolle Nahrungsergänzung, finde ich. Und hier haben wir jetzt vor allem mit unserem Janko ganz, ganz tolle Erfahrungen mit dem Kolostrum. Er kriegt also regelmäßig Kolostrum unter das Futter untergemischt. Er schlabbert das auch gerne so, also mag das total gern. Übrigens unsere Katze auch. Und zusätzlich, wenn mal Darmprobleme da sind oder wenn ihr zum Beispiel entwurmt habt, jetzt egal ob naturheilkundlich oder auf chemischer Basis, wobei ich die naturheilkundliche Entwurmung besser finde, wenn man Magen-Darm-Beschwerden hat, also zum Beispiel Durchfälle, aber auch bei Verstopfung und natürlich, wenn eine antibiotische Behandlung gemacht werden musste, dann bitte immer an Pro-12 denken. Der Vorteil ist der, dass Hunde sozusagen die letzten Jahrtausende mit den Menschen gemeinsam groß geworden sind, sich entwickelt haben. Mittlerweile haben tatsächlich Hunde eine ähnliche Darmflora wie die des Menschen. Und daher ist das Pro-12 super geeignet für die Hunde. Bei Katzen wiederum und bei Pferden würde ich es nicht einsetzen, weil sie eine unterschiedliche Darmflora haben. Ja, da müsst ihr so ein bisschen drauf achten. Hier im Zweifelsfall bitte einen Tierheilpraktiker oder Tierarzt zu Rate ziehen, was es für Probiotika dann jeweils für euer Tier gibt. Bei Hunden kann ich es eben mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen und kann auch schon aus eigener Erfahrung sagen und auch mit Erfahrung von Patienten sagen, dass wir ganz, ganz tolle Erfolge damit hatten. Das Cystus in Canis wenden wir beim Janko in der Saison immer an, sozusagen präventiv gegen Zecken. Wenn wir regelmäßig Cystus geben, hat er fast nie Zecken. Wenn er mal Zecken hat, dann höchstens mal eine. Und die kriegen wir dann auch immer wunderbar, ganz einfach, easy entfernt. Und er hat noch nie irgendwelche Probleme dazu gehabt. Und das finden wir wahnsinnig interessant. Also wesentlich sinnvoller, finde ich, als jetzt einen chemischen Schutz. Und das Ganze, wie gesagt, kann man auch anstatt als Kapsel, als Tee untermischen, einfach ein bisschen heiß Wasser drüber machen, mit ins Futter reinmischen und dann kann der Hund das auch sozusagen als Kräuterextrakt aufschlagen. Das Super Omega 3 finde ich ein essentielles Nahrungsmittel, also das geben wir immer präventiv dazu. Janko ist es komplett in der Kapsel. Wir haben uns am Anfang immer die Mühe gemacht, haben es aufgeschnitten und ausgepresst. So machen wir das zum Beispiel bei der Katze nach wie vor, aber für den Hund ist die Kapsel oder stellt die Kapsel kein Problem dar. Damit haben wir sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann auch immer wieder interessant für alle drei Tierarten das Aloe Vera Trinkgel. Wir arbeiten hier nur mit dem Basisgel, mit dem Aloe Vera Honey. Wegen der anderen Wirkstoffe haben wir halt zu wenig Erfahrung, dass ich sagen könnte, okay, ich würde mich jetzt trauen, zum Beispiel Aloe Vera Immun Plus zu geben oder so etwas. Deswegen arbeiten wir als Basis immer mit dem Aloe Vera Honey. Aloe Vera hat weit über 200 wirksame Stoffe, wirkt sich optimal auf die Magen-Darm-Peristaltik, auf die Darmflora aus, ist, ich sage jetzt mal, so ein Stoffwechselaktivator. Also da kriegt man, glaube ich, selbst den müdesten Hund wieder aktiviert und ja, wir haben, wie gesagt, ganz tolle Erfahrungen, auch eben vorbeugen gegen metabolisches Syndrom, gegen Gelenkbeschwerden etc. Probalance ist auch etwas, was unser Hund regelmäßig ins Futter reinbekommt, da Mineralien essentiell sind und wir barfen Janko komplett und kriegen halt den Mineralgehalt sonst nicht hin. Freedom-Kapseln geben wir ihm nicht, haben wir aber gute Erfahrungen mit einem anderen Hund gemacht, der eben schon richtig heftige Gelenkbeschwerden hatte. Und da war gerade die Kombination Aloe Vera Trinkgel mit Freedom-Kapseln und Kolostrum und Probalance sehr interessant, also diese Vierer-Kombination. Vita-Aktiv kann man, wenn man möchte, je nach Bedarf und Alter entsprechend geben. Sehen wir bei unserem Hund noch nicht als sinnvoll an, weil er genügend Gemüse im Barf mit drin hat und genügend Kräuter, wo er dann auf biologische Art und Weise seine Vitamine bekommt. Bei der Katze schaut es ein bisschen anders aus. Das hatte ich ja schon gesagt. Pro-12 wäre hier für mich kein Thema. Genauso schaut es auch mit Vitaminen aus. Bei Katzen muss man aufpassen. Sie sind relativ schnell übervitaminiert. Und das ist natürlich dann auch nicht lustig. Also das geht relativ schnell. Deshalb arbeiten wir bei den Katzen nur mit Kolostrum. Da sind auf ganz natürliche Art und Weise einige Vitamine enthalten, die halt reichen. Das Kolostrum bei Katzen ist halt wirklich nicht nur interessant, weil sie es unwahrscheinlich gerne mögen und wegen den ganzen zusätzlichen positiven Stoffen, sondern auch vor allen Dingen wegen den essentiellen Aminosäuren, hier vor allen Dingen das Taurin.
Kann man auch nicht überdosieren, also da müsste man schon literweise der Katze geben, also braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, übrigens bei Hund und Katze, von der Menge her, was Kolostrum betrifft, dass wir pro angefangenen 10-Kilo-Schritt einen Milliliter geben, also bei der Katze 1 Milliliter, bei unserem Hund geben wir 3 Milliliter Kolostrum und damit haben wir sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Cystus in Canis ist auch definitiv interessant für Katzen in der Zeckensaison und auch bei Infekten. Hier kann man jetzt zum Beispiel einen halben Teelöffel einfach, wie ich das vorhin sagte, unter das Futter mischen, unter das Nassfutter ein bisschen Wasser drauf, dass es so ein bisschen sich entwickelt. Man kann aber auch durchaus eine Kapsel öffnen. Im Trockenfutter würde ich immer mit Wasser arbeiten. Und wie gesagt, im Nassfutter reicht es, wenn man zum Beispiel eine Kapsel aufmacht, das ist ungefähr ein halber Teelöffel und dann ins Futter einstreut. Super Omega-3 ist für Katzen super wichtig, auch für Hirn, Nerven, Muskeln, aber auch eben für Haut und Fell. Hier reicht definitiv eine Kapsel von unserer Super Omega-3 am Tag. Die kann man dann aufschneiden und komplett auspressen. Aloe Vera Trinkgel wird auch sehr gut von Katzen angenommen. Hier machen wir das so, dass wir pro Kilogramm Körpergewicht 1 Milliliter geben. Das gleiche gilt für den Hund. Beim Pferd haben wir die Erfahrung gemacht, reichen 100 bis 200 Milliliter Tagesdosis. Ich glaube, sonst würde man auch arm werden, je nach Pferd. Probalance finde ich auch hier eine sehr sinnvolle Ergänzung. Hier reichen nach unserer Erfahrung 1 bis 2 Tabletten gemörsert und das Futter. Und Freedom-Kapseln könnte man dann bei Gelenkbeschwerden oder präventiv je nach Bedarf geben. Das heißt, so Chondroitin zum Beispiel, Glucosaminsulfat, das sind sehr interessante Gelenknährstoffe auch für Tiere. Beim Pferd, Kolostrum je nach Alter und Belastung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wir hatten mal eine Tiernahrungsergänzung komplett auf dem Programm und da war tatsächlich bei allen 3 Tieren, also bei Pferd, Hunde und Katze, Kolostrum enthalten. Das heißt, ich weiß von vielen Pferdebesitzern, dass sie regelmäßig Kolostrum als Vorbeugung geben. Sehr interessant ist Kolostrum auch bei Sommerekzem zum Beispiel, aber auch bei sämtlichen Gesundheitsprozessen, also wenn das Pferd einfach krank war und gesund muss. Cystus in Canis, auch wieder hier als Tee, da haben wir schon drüber gesprochen, entsprechend eingefeuchtet in das Futter und natürlich nicht nur bei der Zeckensaison, sondern eben auch gegen alle möglichen Formen von Entzündungen und Infekten. Super Omega-3 ist ganz toll, nicht nur fürs Fell, sondern auch wieder hier Hirn, Nerven und auch Gelenke. Aloe Vera Trinkgel finde ich eine super optimale Basis. Wie gesagt, je nach Gewicht des Pferdes sagt man so 100 bis 200 Milliliter Tagesdosis. Und es sorgt halt dafür oder wird auch immer wieder angegeben in der Tierheilkunde gegen metabolisches Syndrom, aber auch bei Hufrehe und Cushing-Syndrom. Wobei jetzt hier egal ist, ob die Hufrehe eine Folge zum Beispiel des Cushings ist oder zum Beispiel eine typische Futterrehe. Bei Magen-Darm-Beschwerden, natürlich auch bei Koliken, wobei bei Koliken würde ich immer den Tierarzt zu Rate ziehen, ne, dass man wirklich auch zu 100% weiß, wo es herkommt. Bei Kotwasser sehr interessant und Gelenk, bei Magengeschwüren, aber auch bei Gelenkbeschwerden und sämtlichen Formen von entzündlichen Prozessen. Das Probalance, auch wieder hier als Nahrungsergänzung, essentiell. Wir haben immer gesagt bekommen, eine Handvoll. Also ich denke, wenn man hier einfach mal gemörsert und das Futter 5 bis 10 Tabletten gibt, ist das kein Thema. Und Freedom-Kapseln eben entsprechend bei Gelenkbeschwerden oder eben präventiv, wenn man jetzt ein Pferd zum Beispiel hat, was eine hohe Belastung hat und entsprechend nach Bedarf arbeiten. Ein älteres Pferd hat natürlich per se etwas mehr Gelenkbeschwerden und da kann man den Pferden recht Gutes tun. Was mir ein besonderes Anliegen ist, bei allen 3 Tierarten, die wir jetzt besprochen haben, ist natürlich bitte immer auf das Futter und natürlich Bewegung etc. etc. achten. Also nicht einfach jetzt hingehen und einfach sagen, naja, mein Pferd oder mein Hund oder meine Katze kriegt das und dann reicht das, sondern macht euch natürlich bitte in erster Linie Gedanken über eine artgerechte Haltung und dazu zählt natürlich in erster Linie das, was ihr dem Tier zu fressen gibt und dazu zählt natürlich auch,
was für Lebensraum hat das Tier, beziehungsweise wie wird das Tier bewegt. Auch die Psyche spielt eine große Rolle. Also habe ich Stresssituationen ständig für das Tier. Und das ist mir ein hohes Anliegen, dass ihr das bitte in erster Linie bewertet. Ich kann das nicht oft genug für uns Menschen sagen, aber gerade für die Tiere muss ich es auch sagen, weil die können halt, ich sag mal, selten selber sprechen, beziehungsweise die meisten Menschen verstehen sie leider nicht. Und daher ist mir das ein großes Anliegen, dass sie da in erster Linie drauf achtet. Und dann kann man natürlich Ergebnisse wunderbar unterstützen und toppen durch eine sinnvolle Nahrungsergänzung. Allgemein möchte ich euch dann nochmal die Nahrungsergänzungen vorstellen, warum die eben so interessant sind. Das Kolostrum, wenn es jetzt nicht um Wundheilung und Haut geht, vor allen Dingen natürlich fürs Immunsystem und auch für den Aufbau. Das heißt, gerade im Wachstum, in der Wachstumsphase sehr gut, aber später auch zum Beispiel, um im Alter Atrophien und andere Sachen, ich sag mal, etwas zu verlangsamen oder einzudämmen. Es ist super interessant bei sämtlichen Formen von Darmerkrankungen und Darmbeschwerden und es liefert eben ganz wichtige, essentielle Aminosäuren. Das Super-Omega-3 ist vor allen Dingen, außer eben für Haut und Fellgarn, super wichtig für die Hirn-, Muskel- und Nervenfunktion. Zusätzlich wird die Herzgesundheit hier unterstützt. Es ist sehr reich eben an den EPA- und DHA-Fettsäuren, hat eben auch einen großen Nachtkerzenanteil, der auch nochmal sich sehr positiv auf das Tier auswirkt. Es wird von freilebenden Fischen gewonnen und wir haben bei LR einen nachhaltigen Fischfang mit dem Friends of the Sea-Siegel, was halt sehr wichtig ist, weil es entsprechend, sag ich mal, für die Umwelt wichtig ist. Beim Zystus ist vor allen Dingen neben den positiven Wirkungen auf die Haut und das Fell auch hier das Immunsystem interessant, vor allen Dingen die antivirale Wirkung, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, und eben als freier Radikalempfänger und es wirkt einfach super antientzündlich. Aloe Vera hat die 4 E's, es entschlackt, entgiftet, entsäuert, entfettet, es reinigt den Darm und unterstützt damit natürlich die Darmperistaltik. Gleichzeitig wird wie bei Menschen auch der Zellstoffwechsel perfekt unterstützt, weil sogar im mikroskopischen Bereich Zellgifte vom Zellzwischenraum entsprechend gebunden mit Hilfe von Wasser dann wieder abtransportiert werden. Es entlastet entsprechend die Entgiftungsorgane wie Leber und Niere. Es dämpft Allergien, auch das ist ja mittlerweile leider ein Thema oft für Haustiere. Das Immunsystem wird allgemein unterstützt und es ist eine super Basisversorgung an Mikronährstoffen. Das Pro Balance liefert eben bioverfügbare Mineralien. Das ist ganz wichtig. Die sind halt exakt im richtigen Verhältnis und somit ist es unwahrscheinlich schwierig, hier in eine Überdosierung zu gehen. Insofern braucht ihr euch auch keine Sorgen zu machen. Der Stoffwechsel wird allgemein unterstützt dadurch. Die Nervenleitfähigkeit, die Muskelkontraktion wird verbessert. Es kommt zu weniger Müdigkeit. Und der Bewegungsapparat, hatte ich vorhin schon mal gesagt, in dieser Viererkombination wird hervorragend unterstützt und die Regeneration verbessert. Das Pro 12 würde ich persönlich, wie gesagt, nur beim Hund anwenden. Die Darmflora wird hier im Aufbau unterstützt. Dadurch wird natürlich die Resorption, also die Aufnahme der Mikro- und Makronährstoffe deutlich verbessert. Auch wiederum die Darmperistaltik wird hier verbessert. Darmbeschwerden werden direkt gelindert. Also hier auch eine ganz tolle Kombination. Aloe Vera, Kolostrum, Pro 12 zum Beispiel. Es sei denn, es ist viral, dann würde man noch Zystus dazugeben. Hauterkrankungen werden besser abgeheilt und Allergien wie auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die auch mittlerweile ja bei Hunden öfters vorkommen, werden tatsächlich gedämpft oder können geheilt werden. Es ist super fürs Immunsystem und natürlich auch entsprechend bei Autoimmunerkrankungen. Das Pro 12 hat ein Double Coating, was natürlich beim Hund genauso wichtig ist wie bei Menschen, weil eben die meisten sinnvollen Bakterien in der Magensäure und der Hund hat da eine ganze Menge von, wie ihr wisst, kaputt gehen. Und damit aber die Bakterien eben wirklich lebend im Darm ankommen, haben wir ein sogenanntes Double Coating. Das heißt, das Ganze wird von der Magensäure entsprechend geschützt und kommt dann lebend im Darm mit einer entsprechenden Präbiotik an und kann sich super im Darm dann auch einnisten. Und wie gesagt, die Wirkung ist nach unserer Erfahrung wirklich ganz toll und sehr, sehr schnell.
Das Vita-Aktiv würde ich, wie gesagt, beim Hund einsetzen, nur auf Bedarf, ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Das finde ich mit eins der wichtigsten Sachen. Das sind reine natürliche Vitamine, also aus Obst und Gemüse. Aus 21 verschiedenen Obst- und Gemüsesorten haben wir dann 10 entsprechende bioverfügbare Vitamine. Kann man übrigens auch ab und an einfach mal so geben. Ihr müsst jetzt auch nicht immer hingehen und jeden Tag so einen Tagesplan unbedingt haben. Es reicht halt auch oft, wenn zum Beispiel ein Tier innerhalb von 2 bis 4 Wochen Rhythmus immer wieder unterschiedlich, wenn man jetzt zum Beispiel barft, diese Produkte bekommt, dann nimmt es sich entsprechend das raus aus der Nahrung, was es braucht. Auch das Immunsystem wird natürlich dadurch unterstützt, der gesamte Zellstoffwechsel, und es sind sehr, sehr gute freie Radikalempfänger dabei. Ja, zum Schluss nochmal das Freedom, die Freedom-Kapseln, die eben sehr wichtig sind für Knochen, Muskeln, aber vor allen Dingen für die Gelenkknorpel. Zusätzlich haben wir Vitamine wie Vitamin E, Vitamin D und Mangan, was eben den Gelenkstoffwechsel als solches unterstützt. Damit kann man eben dann gerade bei Bedarf ganz, ganz tolle Wirkung erzielen. Also wir haben hier eine super Erfahrung halt auch mit Hunden schon gemacht, wo das innerhalb kurzer Zeit sehr schnell, sehr effektiv gewirkt hat. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt schon mal so ein bisschen animiert, schon mal so den einen oder anderen Anreiz gegeben. Und wir machen jetzt weiter mit der Alina Gerster. Die hat sich schon zugeschaltet mit Kamera, wie ich sehe. Alina, du müsstest noch dein Mikrofon freischalten. Sag mal gerade was. Hört ihr mich? Ja, also ich höre dich super. Und das ist schon gut. Also dann scheint das zu funktionieren. Und ja, Alina, du bist ja Tierphysiotherapeutin und hast natürlich auch in der Praxis einige Erfahrungen damit gesammelt. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die erste Folie. Ich würde sagen, du sagst mir immer, wenn ich weiterklicken soll. Ja, okay. Und dann kannst du einfach mal loslegen. Genau, also vielen Dank erstmal für deine tolle Präsentation. Ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein heute Abend und ich würde sagen, ich stelle mich einmal ganz kurz vor. Ich bin Alina Gerstner, ich bin Tierphysiotherapeutin jetzt seit 5 Jahren. Ich habe auch seitdem eine eigene Praxis. Ich behandle Hunde und Pferde. Und habe aber schon vor meiner Therapeutenzeit viel Erfahrung gemacht mit den Produkten von LR für meine Tiere. Und ich muss auch sagen, das hat einfach Leben gerettet. So kann man das eigentlich nennen. Ich habe dann auch angefangen zu sagen, okay, ich benutze das mittlerweile in der Praxis und habe auch da sehr, sehr gute Erfahrungen unterstützend zu meiner Physiotherapie. Würde euch aber ganz gerne heute meine eigene Geschichte erzählen mit meinem ganzen Viehzeug, was ich so zu Hause habe. Daher darfst du gerne einmal weiterschalten. Genau. Das ist mein Hund Levis. Mittlerweile ist er nicht mehr unter uns. Aber er hat noch super tolle Jahre gehabt, weil ich Kolostrum gefüttert habe. Es fing damals an, dass er mit ungefähr 9 Jahren angefangen hat zu humpeln. Ich war damals noch in der Schule, hatte also wenig Erfahrung oder auch sehr wenig Wissen und kannte aber die LR-Produkte schon, weil ich selber auch Kolostrum nehme und habe dann gesagt, okay, wir probieren das aus und geben ihm Kolostrum. Wir waren damals nicht beim Tierarzt wegen des Humpelns, sondern haben gesagt, wir schauen erstmal und wenn das schlimmer wird oder nicht weggeht, dann gehen wir zum Tierarzt und betreiben da weitere Diagnostik. Und nach kurzer Zeit, 3 Wochen, fing er an und man hat gemerkt, dass er deutlich agiler wurde draußen, dass er nicht mehr gehumpelt hat und dass er auch sehr intensiv wieder geschnuppert hat. Also der wurde wieder zum jungen Hüpfer eigentlich und ist dann noch fast 12 Jahre alt geworden, ohne dass er jemals wieder gehumpelt hat. Wir haben keine weitere Diagnostik betreiben müssen damals. Ich war auch noch zu jung, um mir dann Gedanken zu machen und zu sagen, okay, geht man doch mal zum Tierarzt und guckt mal, was das ist. War aber auch egal, weil dem Hund ging es einfach super. Und wir haben jeden Tag fleißig unser Kolostrum gefüttert, haben die Dosierung genauso angewendet, wie du sie vorhin beschrieben hast. Wir haben quasi 1 Milliliter pro 10 Kilogramm Körpergewicht genommen. Und das hat super funktioniert und hat dem Kerl nochmal schöne Rentnerjahre eingebracht. Schön. Genau, da kommen wir dann zu dem zweiten Riesen. Das ist Billy. Das war mein Hannoveraner, fast 10 Jahre an meiner Seite.
Mittlerweile ist er auch nicht mehr unter uns. Bei Billy gab es aber folgendes Problem. Ein Problem, was ich als Physiotherapeutin nicht lösen konnte, weil es einfach nicht mehr mein Gebiet war. Wir haben Billy impfen wollen. Eine Standardimpfung, damit man auf Turniere gehen kann, ist das halt leider immer noch Pflicht. Und er wurde vom Tierarzt abgehört und da wurde festgestellt, dass er ein Herzgeräusch hat. Wir haben dann gesagt, okay, das ist natürlich bei einem Pferd super gefährlich, weil wenn man es täglich reitet und die haben ein übergroßes Herz und ein Herzgeräusch, weil eine Klappe nicht richtig funktioniert, besteht halt auch die Gefahr, dass die fallen. Und wenn die Mitreiter fallen, kann man halt sehr böse stürzen. Wir haben dann gesagt, gut, da muss Diagnostik betrieben werden, sind dann in die Klinik gefahren. Und dieses Pferd hatte wirklich einen mittelgroßen Schaden an der Tricuspidalklappe, also eine Vernarbung aufgrund von einer Infektion damals. So wurde uns das geschildert. Da hieß es jetzt, okay, das Pferd sollte definitiv weiter trainiert werden, damit der Herzmuskel einfach stabil bleibt. Dennoch ist es aber auch schwierig und man muss es regelmäßig kontrollieren, damit diese Vernarbung nicht noch mehr verklebt und die Klappe noch mehr einschränkt, sodass die Durchblutung zwar stattfindet, aber immer einen Rückstrom ins Herz. Genau, es vergrößert sich dann immer weiter, ne? Für die Nicht-Mediziner. Genau. Und wir haben dann gesagt, okay, da kommt für uns, was kann man machen? Ja, eigentlich kann man nicht viel machen, außer dass sie schön fleißig weiter das Pferd regelmäßig trainieren. Und dann haben wir gesagt, das reicht uns nicht. Wir würden gerne mit Aloe Vera arbeiten. Das haben wir dann gemacht und haben das Aloe Vera Honig genommen. Wir haben das angefangen zu steigern, also so ein bisschen eingeschlichen, haben 20 Milliliter pro Tag einfach die Dosierung gesteigert, bis wir auf 150 Milliliter waren am Anfang und haben das dann nach 14 Tagen abgesenkt auf 100 Milliliter. Erstens, weil das einfach sonst eine große Belastung ist für den Geldbeutel. Und zweitens, weil wir gesagt haben, wir füttern das lieber über einen sehr, sehr langen Zeitraum, statt dass wir es kurz füttern in einer hohen Dosierung. Weil für uns war klar, dass dieses Herzgeräusch oder dieser Herzfehler nicht mehr weggeht. Das war 2013, als wir angefangen haben mit Aloe Vera. Und 2016 musste Billy aufgrund eines Fesselträgerschadens am hinteren Bein musste er operiert werden. Für uns das Horrorszenario schlechthin, weil wir gesagt haben, dieses Pferd hat einen Herzfehler und wir wissen überhaupt nicht, ob der die OP überlebt. Und wir sind dann in die gleiche Klinik gefahren, wo damals der Befund gemacht wurde vom Herzen. Und da haben sie dann nochmal geschallt und man konnte nichts mehr erkennen. Wow. Ja, für uns war das unglaublich, weil wir einfach gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein. Mhm. Umso schöner, das Pferd wurde noch zweimal operiert und ist jedes Mal super aus der Narkose aufgewacht. Ja, also hier kann ich nochmal vielleicht einen Erfahrungswert beisteuern. Also ich habe Ähnliches geschildert bekommen von einer Pferdehalterin und die hat damals die Kombination gefahren, weil sie das in der Humanheilkunde von mir gehört hatte, dass man halt bei Entzündungen an Gefäßen oder eben auch an den Herzklappen zusätzlich Cystus in Canus sehr gut anwenden kann. Und die hat eben auch Aloe Vera gefahren, auch so wie ich vorhin sagte, 100 bis 200 Milliliter täglich, also ähnliche Dosierung, ne, wie ihr auch, und hat dann zusätzlich eben Cystus in Canus regelmäßig gegeben. Und da war es genauso, also nach wenigen Monaten bereits war der Schaden nicht mehr sichtbar. Wahnsinn. Ja, wirklich unglaublich für uns. Ja. So, jetzt kommt der Kamerad, der noch unter uns ist. Der liegt gerade auf der Couch und hat schon für heute seinen Seelenfrieden gefunden. Das ist der Blue, mein Weimaraner. Der ist jetzt mittlerweile 8 Jahre alt. Muskulär ganz gut aufgestellt, wie man auf dem Bild auch sieht. Und zwar ist es so, dass Blue extrem viele Zecken hat. Das war mit unserem Weimaraner Levis nicht der Fall. Da hatten wir nie Zeckenprobleme, haben uns daher auch nie Gedanken gemacht. Und Blue zieht die Zecken an, egal wo er eigentlich ist. Da er aber halt durch seine Farbe blau ist, das ist immer so ein bisschen schwierig, die sind sehr empfindlich. Man sagt, das ist eine Fehlfarbe. Das heißt, die meisten blauen Hunde oder blaufarbigen sind
eh allergisch. Das haben wir zum Glück nicht oder nicht in einer starken Form, sodass man sagt, man merkt das wirklich. Ich schätze, wenn man ihn jetzt testet, hat man hier und da Allergien. Dadurch, dass man oder dass wir aber eh auf jegliches verzichten, was relativ schnell reagiert, haben wir sehr wenig Probleme und auch eine sehr gute Fellstruktur. Trotzdem war für uns ja gar keine Frage zu sagen, wir machen was Chemisches gegen die Zecken, ein Spot-On oder eine Tablette ist für uns ein No-Go und haben uns dann befasst damit und gesagt, okay, Zistrose ist eigentlich das Einzige, was man regelmäßig geben kann und was die Zecken abhält. Sowie auch, dass wenn doch eine Zecke beißt und Borreliose überträgt, dass das halt sehr stark abgemindert wird, nicht mehr ausbricht oder halt nur noch sehr, sehr wenig oder abgeflachte Schübe entstehen. Was für uns halt auch sehr positiv ist, das dann zu geben. Und seitdem gibt es die ganze Sommersaison über Zistus. Ich fütter 2 Kapseln am Tag. Blue ist aber auch ein 40-Kilo-Rüde. Da muss man so ein bisschen mit der Dosierung schauen. Wenn man jetzt nur ein 5-Kilo Hund hat, würde ich keine 2 Kapseln füttern, aber wir fahren mit 2 Kapseln ganz gut und haben auf jeden Fall deutlich weniger Zecken. Wenn wir Zecken haben, sind die meistens noch lose, die beißen gar nicht. Und wenn wir welche haben, die beißen, dann sind das auch keine, die sich vollsaugen, sondern wir haben ganz oft auch tote Zecken. Ja, also die gleichen Erfahrungen haben wir eben auch gemacht. Jetzt sind wir etwas höher von der Dosierung. Also der Janko hat etwas über 30 Kilo, das ist ein Wischler. Auch sehr muskulös. Und bei ihm geben wir immer 3 Kapseln, aber es ist ungefähr ähnlich von der Dosierung her. Und wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, wir wussten das vorher nicht. Und dann ging das in der ersten Sommersaison los. Hat er bestimmt, teilweise, wenn er durch die Weiden da gerauscht ist, gerade so, wenn das Gras hoch wird, hatte der teilweise 15 Zecken oder so. Und wir haben uns dann eben erkundigt und sind dann eben auf Zistus und Canis gekommen, haben direkt gedacht, hey, prima, wir sind ja LR-Partner, ne? Passt. Und das war schlagartig verändert, genauso wie du es gerade geschildert hast. Also richtig gut. Ja, so war es bei uns auch. Und ja, jetzt kommt noch der 4. im Bunde. Mein aktuelles Pferd, der Tsunami, den habe ich vor circa 2 Jahren gekauft. Da hatte der ein sehr, sehr schlechtes Fell. Als Schecke sind die sehr, sehr schwer zu halten. Der hat auch noch ein blaues Auge. Das heißt, das ist auch ein Pferd, was ein bisschen genmanipuliert ist. So kann man das eigentlich nennen. Und der ist aktuell noch sehr jung und auch sehr fit. Daher habe ich jetzt mit Kolostrum und Aloe noch nicht angefangen. Ist aber definitiv was in meinem Schrank steht und nur darauf wartet, geöffnet zu werden. Was wir aber bei ihm machen, aufgrund dessen, dass er halt ein Schecke ist, hat er sehr viele Hautprobleme. Der ist so kurz vor Eczema und der wird extrem schnell wund, egal was man ihm anzieht. Wenn der einen Halfter trägt über längere Zeit, ist der wund. Der hat super viele Stellen im Maul, richtige Aften, die immer mal wieder aufklaffen. Der bekommt ganz schnell Sonnenbrand um sein Auge und auch auf der Nase. Und da arbeiten wir ganz viel mit den Produkten von Aloe Vera, das Emergency Spray oder das Konzentrat oder die Propolis-Creme. Sprich, wenn er Sonnenbrand hat, dann versorge ich das definitiv mit dem Emergency Spray zuerst. Danach kommt das Konzentrat. Und wenn wir dann merken, okay, es ist immer noch so ein bisschen rissig, wir wollen das noch über eine längere Zeit pflegen, dann benutzen wir die Propolis, um das einfach noch lange und in Ruhe abheilen zu lassen. Das Emergency Spray steht immer in meinem Schrank, immer neben mir. Ich mache damit eigentlich so gut wie alles, was Wunde am Pferd oder entzündliche Dinge angeht. Super. Ja, ich glaube, das war schon die letzte Folie. Ja. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für deine Erfahrungswerte. Ich blätter mal kurz zurück. Felix hat mir verraten, dass wir werden heute Abend, ich sag mal, wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können. Und damit das jetzt, ich sag mal, nicht überhand nimmt, machen wir es so, dass wir dann teilweise eben über Facebook zum Beispiel die Fragen beantworten. Ne? Das heißt, ihr könnt dann die Alina Gerstner einfach mal eingeben. Und ansonsten, wie gesagt, stehe ich dann auch nochmal für Fragen und Antworten zur Verfügung. Also ihr könnt mich dann auch Facebook zum Beispiel oder auf Insta anschreiben und wenn dann eben Fragen sind.
Und ich denke, dann kriegen wir auf jeden Fall für die meisten von euch soweit alles geklärt. Ja? Ja, vielen, vielen lieben Dank, Alina, für deine Erfahrungsberichte. Und ich fand es halt super interessant, also jetzt mal unabhängig davon, dass du einfach wunderschöne Tiere hast und hattest, finde ich es halt auch interessant, dass du ja exakt zu 100% die gleichen Erfahrungswerte auch hast wie wir selber. Und das zeigt mir eben auch, dass das ja kein, ja, wie sagt man, One-Night-Wonder ist, ne? Weil wir kriegen immer wieder auch das geschildert von Tierbesitzern, dass sie eben ähnliche oder gleiche Erfahrungen haben. Jetzt bin ich mal ganz gespannt auf die Benita. Die Benita hat sich jetzt auch schon zugeschaltet. Und Benita ist, ja, Hundezüchterin. Und ich habe ja heute mal ein bisschen nach dir gegoogelt. Du hast ja auch wunderschöne Tiere. Und hast auch entsprechend, ja, sage ich mal, hier entsprechende Erfahrungen. Und was hier vielleicht auch für den einen oder anderen von euch mega interessant ist, sie hat natürlich auch ganz viel Erfahrung, logischerweise dann mit Welpen. Und Welpen sind ja nochmal ganz anders zu beurteilen, sage ich mal, als jetzt ein erwachsenes Tier. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was du uns so erzählen kannst, Genita. Ja, also schönen Dank erstmal für die Einladung. Freue mich auch sehr, dabei zu sein. Habe sehr, sehr angespannt gelauscht, was ihr schon erzählt habt und kann im Prinzip alles, was ihr gesagt habt, unterstreichen. Ja, also Alina, auch wir haben schon Leben gerettet mit Kolostrum und das mehrfach. Und ja, also letztendlich, wenn man es ganz kurz machen wollte, wir benutzen genau diese Dinge, die ihr vorgestellt habt und zwar in Masse. Und ich kann mir ein Leben ohne diese Produkte, meine Tiere, überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir sind damals eingestiegen oder mich hat der Herr Barth damals geworben für LR mit dem Tierpflegeprogramm. Es gab sogar vor zig Jahren, also vor acht Jahren, ein Tierpflegeprogramm, ein Spray, ein Shampoo und das Emergency-Spray nochmal extra für Tiere, was dann auch leider ausgelaufen ist. Aber die Aloe-Box ist in meinen Augen das absolute Pendant und genauso gut. Wir benutzen also auch das, wenn wir die Box jetzt nehmen, die Apotheke nehmen, das Emergency Spray, wie Dr. Del B sagt, in alle Löcher. Also wenn unsere Hunde so komisch machen, weil irgendwas im Hals steckt oder wenn wir das Gefühl haben, die Mandeln sind dick, die kriegen Halsschmerzen, dann wird da Aloe Emergency Spray reingesprüht. Wenn die Dreck in die Nase bekommen haben und sich vor lauter Niesen nicht mehr halten können, kommt da Aloe Emergency Spray rein. Wenn die Analdrüsen nicht in Ordnung sind, wenn die Analdrüsen verstopfen wollen, dann sprühen wir hinten mit Aloe Emergency Spray ein. Wenn die Brust von den Welpen zerbissen wird, kommt Emergency Spray drauf. Meine Hunde lieben es, Wespen zu fangen und zu jagen und dummerweise eben auch Hornissen und alles solches anderes Getier. Immer wenn irgendwelche Stiche sind, kommt Emergency Spray drauf. Und jetzt im Sommer sitzen wir unheimlich gern draußen auf der Terrasse. Und die Hunde werden genauso wie wir Menschen von den Mücken angefallen. Und ich habe festgestellt, schon jahrelang, wenn ich meine Hunde am Abend mit Emergency Spray einsprühe und mich auch mit Emergency Spray einsprühe, dann lassen uns die Mücken in Ruhe. Dann können wir also auf der Terrasse sitzen, ferngucken oder was auch immer, uns da ein Glas Wein genehmigen. Die Hunde können mit uns da draußen liegen und alles ist schick. Das Konzentrat benutzen wir, wenn wir Welpen haben, wenn die Welpen sich untereinander mal beißen, kratzen, wenn die Welpen die Mutter zerbeißen, wenn die Welpen Käufer bei der Hundeschule sind und die Hundetrainer wieder sehr klug sind und dann doch irgendwelche Unfälle passieren. Also alle Wunden, die da sind, werden bei uns mit Konzentrat verarbeitet und bearbeitet und ich sage immer den Leuten, das ist wie ein natürliches Pflaster, was sich über die Wunde legt. Unten drunter können sich die Bakterien nicht bilden und das heilt ganz einwandfrei ab. Und das ist auch wirklich so. Eine Bekannte hat einen Hund, der hatte einen Tumor im Zahnfleisch, also da war Wucherung im Zahnfleisch und das ist rausoperiert worden, wollte nicht wirklich heilen. Und wir haben dem also einfach vollgeschmiert mit dem Konzentrat und das hat auch wunderbar hingehauen. Das ist also wunderbar abgeheilt. Die Propolis-Creme nehmen wir, wenn wir
OP-Narben haben, wenn wir Wunden haben, die schon vergrindet sind und wenn der Grind kratzt und juckt und wenn das alles rau ist oder Liegespielen an den Ellbogen, dann kommt da das Propolis drauf, damit das schön weich wird alles und das heilt auch alles viel, viel besser ab. Also ohne die Apotheke wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte. Und entsprechend kriegen natürlich alle meine Welpenkäufer auch die Apotheke mit als Geschenk, als Pflegepaket. Ja, dann habt ihr vom Kolostrum gesprochen. Genau solche Wunder kann ich da auch beisteuern. Ich habe schon oft Welpen von mir, von Züchterfreunden, von Züchterkollegen zurück ins Leben geholt, wenn die ein bisschen schwach waren, wenn die viel Fruchtwasser geschluckt haben, wenn die einfach nicht genug Energie hatten nach der Geburt. Da kommt Kolostrum ins Mäulchen, flüssiges, und schon geht die ganze Sache vorwärts. Gerade vor 3 Wochen habe ich eine Freundin, die hat einen Notwurf gehabt von 12 Labrador-Welpen und die rief mich am Samstagabend an, natürlich schön Tierarztpraxis zu, beziehungsweise kostet alles, und sagte, oh, meine Kleinste, die will einfach nicht mehr fressen, die bricht jetzt, die hat Durchfall, die erbricht sich, die hat Durchfall, die nimmt überhaupt nicht zu, was können wir jetzt machen? Und da haben wir also aus der Naturheilkunde Kräuteröle genommen und wir haben Kolostrum genommen und haben den Hund komplett über das Wochenende, also eigentlich an 2 Tagen, wieder dahin bekommen, dass der Stuhl wieder normal war, dass der Hund wieder gefressen hat. Der Hund lief einwandfrei rum und 2 Tage später war der ganze Wurf krank. Das heißt also, da war ein Bakterium drin, das ist dann auch vom Tierarzt die 12 Welpen antibiotisch behandelt worden, weil das dann über meine Kräfte gegangen wäre. Die Verantwortung wollte ich auch nicht übernehmen. Bei dem einen Welpen hatte ich gesagt, das können wir mit unseren Mitteln machen. Aber das zeigt eben, dass wenn man es hätte konsequent bei allen anwenden können und wir hätten so viel da gehabt, so viel Vorräte habe ich aber nicht, dann hätten wir wahrscheinlich auch ohne Antibiose vom Tierarzt mit dieser ganzen Geschichte diesen Wurf retten können. Also diesen Welpen habe ich definitiv auch gerettet. Eine Schäferhundzüchterin hatte ein 9er-Wurf über Kaiserschnitt bekommen und da sind wir nachts zum Tierarzt gefahren und haben die Welpen geholt und die hatte auch 2 dabei, die dann durch die Narkose im Kaiserschnitt sehr lethargisch waren. Und da hat unser Kolostrum die Hunde auch wieder auf Vordermann gebracht. Also alle Welpen sind durchgekommen, alle Welpen waren riesengroß und kräftig. Ja, also ich kann nur sagen, es gibt nichts Besseres als wirklich Naturmittel. Ich brauche die Chemie nicht. Weiter geht's mit dem Zystus. Genau das, was ihr erzählt, kann ich da auch bestätigen. Als es damals noch unseren Tee gab, was ich ja jetzt gehört habe, dass es das Gott sei Dank wieder gibt, habe ich also damals den Tee genommen und habe den so pur und so roh, wie er war, ohne ihn aufzubrühen, immer als Kräuter mit in das Futter reingemischt und ich hatte auch keine Zeckenprobleme. Wenn mal eine Zecke gebissen hat, habe ich die sehr schnell abgekriegt vom Hund und es hat sich niemals dieser Entzündungsknubbel unter diesem Zeckenbiss gebildet. Und ich bin mir eben auch sehr sicher, dass wenn eine Zecke Borreliose überträgt, dass diese Borreliose im Hund nicht landen kann, weil der Hund durch Zystus geschützt ist. Nicht umsonst haben wir ja auch die Menschen bei der Borreliose, also mein Vati, haben wir von ganz, ganz schlimmen Werten geheilt über Zystus und Kolostrum in Kombination. Das war ein Tipp damals von Dr. Delbé. Die Antibiose hat nicht geholfen, aber Zystus und Kolostrum in Kombination haben die Titterwerte so niedrig gemacht, als wenn es also eine ganz normale Infektion gewesen wäre. Und mein Papa leidet, Gott sei Dank, unter gar nichts, was Zeckenborreliose eigentlich bringt. Deswegen nehme ich also auch den Zystus komplett bei den Hunden. Seitdem es den von LR nicht mehr gibt, habe ich hin und wieder mal eine Kapsel genommen und bin auf Produkte anderer Firmen ausgewichen. Muss aber leider sagen, es ist nichts so gut wie unser Zystus-Tee. Egal welche andere Firma ich schon gekauft habe, diese Ergebnisse wie beim Zystus-Tee habe ich bisher mit noch nichts anderem gehabt. Ja, und ja, Aloe Drinking Gel haben wir im Abo. Und nicht nur für uns, sondern auch für die Hunde. Wenn meine Hündinnen schwanger sind, bekommen sie das Aloe-Drinking-Gel. Wenn sie die Welpen geboren haben, kriegen sie Aloe-Drinking-Gel. Wenn sie säugen, kriegen sie Aloe-Drinking-Gel. Und wenn die Welpen beginnen, zugefüttert zu werden, kriegen die auch Drinking-Gel. Also Drinking-Gel geht auch nicht ohne. Das sind so die
Sachen, die wir jetzt zum Beispiel nutzen, ganz extensiv. Aber ich denke, alles, was an Nahrungsmittelergänzungen da ist von uns, von LR, kann man schon sehr gewinnbringend einsetzen. Ja, super. Ja, danke für deinen Erfahrungsschatz. Also es entspricht ja jetzt auch, ich sag mal, eigentlich genau unseren Erfahrungen. Und ich finde es aber halt super, weil du ja, ich sag mal, ein paar mehr Hunde in deinem Leben siehst als jetzt der normale Hundebesitzer. Und natürlich dann auch entsprechend da die wiederholende Erfahrung hast. Und das ist ja das Interessante, ne? Dass im Endeffekt das ja nicht eine Einmalgeschichte war, sondern du immer wieder festgestellt hast, wow, das bringt was, sei es jetzt Aloe zum Beispiel wirklich als Basis oder sei es zum Beispiel eben die Aloe äußerlich, was mich immer wieder fasziniert, ne? Und eben auch Cystus und Canus. Also das sind schon ganz, ganz tolle Geschichten. Ah, du hattest vorhin vom Pro 12 gesprochen, da muss ich noch einen Satz mit zuschicken. Ich habe eine junge Hündin mir geholt und die hat mit einem Jahr eine kleine Spondylose ausgebildet und eine Osteomyelitis im letzten Wirbel vom Darmbein-Kreuzbeingelenk. Wie auch immer das gekommen ist, die ist erst ein Jahr alt, keiner kann es erklären. Und die Ärzte wollten ein halbes Jahr Antibiose geben mit Clindamycin und da steht in der Beipackzettel drin, dass man also monatlich Leberwerte, Nierenwerte und Blutbild checken muss, wenn man dieses Clindamycin gibt über diese Zeit. Das haben wir nicht gemacht. Wir sind mit ätherischen Ölen, Oreganoöl und so weiter und so fort rangegangen. Und die Hündin hat aber immer schlechter gefressen. Also wir haben gemerkt, dass diese ganze Prozedur, die sie über sich ergehen lassen muss, auch mit den naturheilkundlichen Sachen, dass sie ihr auf dem Darm und auf dem Magen geschlagen ist. Und nachdem wir die Hälfte ungefähr dieser naturheilkundlichen Sachen abgesetzt haben, habe ich also ganz stoisch 2 Packungen pro 12 zugefüttert. Jeden Tag eine Kapsel. Bin jetzt in der zweiten Packung so ungefähr bei der Hälfte angekommen. Der Hund frisst wieder einwandfrei, der Hund hat wieder eine ordentliche Figur, der hat wieder zugenommen. Von diesen ganzen Problemen sieht man gar nichts mehr. Und ich bin mir also da ganz, ganz sicher, dass die Darmflora jetzt wieder funktioniert und dass die auch mit dieser biologischen Antibiose wahrscheinlich sehr in Mitleidenschaft gezogen worden war. Ja, sehr gut. Also man hätte natürlich jetzt Kolostrum noch auch zur Unterstützung geben können, ne? Aber das geht auch wieder voll in die Richtung, die wir eben auch als Erfahrungswerte haben. Ich werde natürlich immer wieder, da meine Patienten halt auch wissen, dass ich ausgebildeter Tierheilpraktiker bin, werde ich natürlich immer wieder gefragt, hast du mal einen Tipp, kannst du mal meinen Hund angucken und so weiter und so weiter. Und wir haben eben exakt diese Erfahrung gemacht, dass man wirklich mit Pro 12 und Kolostrum, meistens sogar auch noch mit Aloe Vera zusammen, den Darm unwahrscheinlich gut beeinflussen kann. Ne? Also das geht sofort. Ja, super. Ich kann vielleicht noch beitragen, also wie gesagt, mit Nagern habe ich jetzt gar keine Erfahrung. Ich habe schon mal eine Schlange als Patienten gehabt. Da wusste ich erstmal nicht so genau, ja, was soll ich denn da jetzt machen? Aber ich habe halt gedacht, okay, du kannst eigentlich nicht mehr machen, als jetzt dem Tier irgendwie auf natürliche Art und Weise weiterhelfen. Und zwar war das eine Würgeschlange, die sich nicht mehr gehäutet hat. Und ich habe sie dann untersucht und habe festgestellt, dass sie eine entzündliche Hautveränderung hatte. Und diese haben wir dann komplett erfolgreich mit der Aloe Vera Box behandelt. Und siehe da, die Schlange ist innerhalb von einer Woche komplett genesen und hat sich eben wieder gehäutet und erfreut sich bis heute bester Gesundheit und wird auch immer größer. Habt ihr die eingesprüht? Ja, genau. Also erst gesprüht, ne? Und dann haben wir das Concentrate reingetupft und dann das Propolis. Ja, und haben richtig, also wirklich richtig gute Erfahrungen damit gemacht. Dann kann ich auch was. Für Vögel kann ich noch eins zugeben. Meine Schwiegereltern züchten australische Sittiche. Ja, die nehmen immer das Aloe-Drinking-Gel weg und geben das mit in das Trinkwasser für die Vögel. Wenn die Vögel mit Parasiten Probleme haben, wenn die Eier nicht ordentlich befruchtet werden, wenn die Vögel irgendwie kränken, dann kommt Oma rüber und sagt, gib mir mal eine Flasche Aloe. Und sie scheinen das auch alles immer sehr, sehr gut mit dem Drinking-Gel wieder in den Griff zu kriegen. Ja. Also Erfahrungswerte bei Fischen, da kann ich nur auf unseren Freund Winnie
zurückgreifen, der ganz, ganz tolle Kois hat in einem Teich und die waren tatsächlich hautkrank, also schuppenkrank und der hat Aloe Vera Drinking Gel tatsächlich ins Teichwasser reingefüllt mit vollem Erfolg. Also das war auch sehr interessant. Und bei Vögeln hatte ich eine ganz andere Begegnung der dritten Art. Und zwar hatte ich damals einen älteren Patienten, der war schon Mitte 80, hatte eine schwere OP hinter sich und sein Sohn hat mich gebeten, mich um ihn zu kümmern, weil er halt nicht mehr genau noch ein, noch aus wusste, weil der Papa halt, ich sag mal, nach der OP immer mehr abgebaut hat. Und ich hatte ihn dann hier zur Behandlung und ich habe dann irgendwann mal zu ihm gesagt, ja, wir müssen also jetzt hier irgendwie gucken, dass sie wieder Saft und Kraft bekommen. Ich gebe ihnen mal was mit, das nennt sich Kolostrum, vielleicht haben sie davon schon mal gehört. Und dann sagte er sofort, ja, klar, Junge, habe ich das gehört, das dir wie Schming Duwe. Also übersetzt heißt das, natürlich, Junge, habe ich das gehört, ich gebe das immer meinen Tauben. Was ich nicht wusste, ist, dass er Taubenzüchter war und zwar so teure Tauben gezüchtet hat, dass teilweise 100 und noch mehr tausende Euro dafür bezahlt werden von irgendwelchen Ölscheichs, weil seine Tauben extremst ausdauernd sind und eben bei bester Gesundheit. Und er hat das immer erreicht dadurch, dass er den Kolostrum gefüttert hat. Also er kannte Kolostrum, hat es dann auch bereitwillig genommen und ist tatsächlich wirklich wieder richtig auf die Beine gekommen und hat sich noch mehrere Jahre seines Lebens erfreut. Also das mal so vielleicht noch als Zusatzgeschichte. Ja, ich bin jetzt mit dem Vortrag als solches zu Ende. War für mich selber ein mega spannendes Thema, auch eins meiner Wunschthemen, weil wir halt schon lange überlegt haben, was kann man noch mal so machen. Und es war ganz witzig. Ich bin gerade aus dem Team eine Woche vorher angesprochen worden, Mensch, Christian, können wir nicht mal was für Tiere machen? Du hilfst doch da so oft und da gibt es doch so tolle Rezepte und Mittelchen. Und eine Woche später rief Felix an und sagt, hey, wir müssten eigentlich mal was mit Tieren machen. Und das war natürlich fantastisch, hat perfekt hingehauen. In diesem Sinne darf ich mich auch im Namen, denke ich mir, von Alina und Benita für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir bleiben jetzt noch mal kurz ein bisschen im Chat, denke ich mir. Ich würde mich super freuen, wenn ihr beide vielleicht ein bisschen noch als Schützenhilfe dabei bleibt. Wie gesagt, ich habe halt nur begrenzte Erfahrung aufgrund meiner Arbeit eher mit Menschen. Und wenn wir was nicht beantworten können, dann gucken wir einfach, dass wir das hinterher noch irgendwie online hinkriegen. Ich würde jetzt sagen, dass wir einfach noch mal so gute 10 Minuten, 15 Minuten Fragen und Antworten machen. Und ja, ich warte einfach mal auf eure Fragen. So, bitte die Fragen bei Fragen und Antworten stellen, damit ich die dann laut vorlesen kann und dann gucken wir, dass wir da eine Antwort hinkriegen. So. Da ist jemand, der sich bereit erklärt hat, Erfahrungen mit Kaninchen zu bieten. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das würde ich gerne noch hören. Warte mal. Versuche die mal reinzukriegen. Bleibt mal einfach dran. So, irgendwie klappt das hier gerade nicht. Achso, ich kann nicht beides öffnen. Sekunde. Müsste eigentlich gleich funktionieren. Ja, da gehe ich mal in die Suche rein. So, und zwar hat die Larissa Lengs sich bereit erklärt, sie könnte da Erfahrungen zu beitragen. Larissa, ich habe dich jetzt mal als Diskussionsteilnehmerin dazugebracht. Das geht natürlich jetzt nicht mit jedem, aber vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Du müsstest dein Mikrofon allerdings freischalten. Larissa sieht auch im Moment etwas männlich aus. Kommst du mit rüber, bitte? Also, das ist, ich wollte gerade sagen, du bist nicht die Larissa, gell? Nein, Larissa ist meine Tochter. Ah, hi Larissa. Hallo. Sie ist aber der entsprechende springende Punkt in der ganzen Geschichte. Ja. Und gerade Zystus, die Geschichte mit AHD, also sprich die Kaninchenseuche, hatte ich auf einem Vortrag beim Dr. D.B. gehört und habe gesagt, wenn das Zeug wirklich so gut ist, wie Dr. D.B. sagt, dann ist das top. Und ich habe das ausprobiert. In diesem Jahr kam das erste Mal die China-Seuche und hat mir 75% meines Bestandes genommen. Und da haben wir dann
den Cystus D gefüttert und sofort schlagartig hat die Seuche aufgehört bei uns und bei den Nachbarn ist es weitergegangen. Also die Nachbarn hatten teilweise Ausfälle bis zu 100% und bei uns war eben dann Schluss. Und die folgenden Jahre, ich habe nicht geimpft und konnte aber trotzdem den Tierbestand gesund halten. Ja. Also daher, und Aloe Vera, hochinteressantes Thema. Sie hatte Kaninchen gehabt, Rex-Kaninchen, wenn jemand das was sagt, also ganz kurze Haare, schön bunt. Und eine Häsin hat nicht mehr gefressen. Daraufhin, nach drei Tagen stirbt dann eigentlich so ein Kaninchen. Nach zwei Tagen hat sie etwas Aloe Vera aufs Futter. Die Häsin kam vor, hat zusammengefressen und wir konnten nach 8 Wochen, nachdem wir sie wieder zugelassen hatten, wieder Babys bekommen von ihr. Und das hat einwandfrei geklappt. Also Aloe Vera ist top. Super. Genauso Cystus top für die Kaninchen. Mhm. Jetzt noch eine Frage an die Hundezüchterin. Bei einem Welpen, speziell DSH, ist ja meistens die Probleme mit Hüftdysplasie und Ellenbogendysplasie. Kann ich da vorbeugend gleich beim Welpen mit Kolostrum arbeiten, um die Gelenkpfannen vollständig auszubilden? Weil durch die Wachstumsglobuline zum Beispiel kann man ja das ein bisschen fördern. Ich denke mal, schaden tut es ganz sicherlich nicht, wenn man das Kolostrum dazu füttert. Das A und O, finde ich persönlich, ist aber auf alle Fälle die Art der Fütterung. Also was du fütterst, ob du auf Industriefutter gehst, ob du auf Rohfutter gehst, ob du barfst oder ob du Dosenfutter fütterst und. Also du solltest da schon ganz genau gucken, was du fütterst. Du solltest genau gucken, dass die Mineralien in ausreichender Maße da enthalten sind, weil die Mineralien sind das A und O für ein ordentliches Wachstum. Genau. Das Futter sollte nicht zu gehaltvoll sein. Wir Züchter haben einen ganz großen Spruch, der hängt über jedem wie im Damoklesschwert: Hungere deine Welpen groß, heißt dieser Spruch. Ja, ja. Das ist zwar ein bisschen übertrieben, also man soll nicht die Rippen sehen oder die Hüftgelenke rausstehen sehen, aber je mehr Kalorien das Futter hat, je mehr Rohprotein, Rohfett, umso ungesünder ist die ganze Geschichte. Also das ist eigentlich erstmal das A und O, keine Treppen laufen lassen, da wirklich diese Gelenke in der Beziehung schonen und dann, also mit einem ordentlichen Futter, ja, und dann eben, ja, vielleicht als eine Kur, ich weiß ja nicht, was Christian sagt, also ich persönlich füttere das Kolostrum nicht vorbeugend, sondern eben wirklich, wenn akute Fälle von irgendwas sind. Ja, also wir haben die Erfahrung tatsächlich auch positiv gemacht in Vorbeugung. Das ist also so, dass das halt sehr gut verarbeitet wird, gerade wenn man bei der Dosierung bleibt, wie Alina das auch vorhin sagte, dass man so sagt, so pro 10 Kilo Schritt 1 Milliliter. Und das ist natürlich in dem Moment, wo Wachstumsproblematiken zu erwarten sind, auf jeden Fall förderlich, also auf jeden Fall positiv. Und dann aber, wie du gerade sagtest, natürlich immer die Kombination mit den Mineralien. Das ist ja vorhin, wo ich sagte, das ist so diese typische Gelenkkombination auch. Da sind immer die Mineralien mit drin. Und was ich noch vielleicht auch ergänzend sagen möchte zu dir, Benita, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte mit dem Futter. Das betrifft nicht nur uns Menschen, die im Endeffekt schon viel zu früh überfüttert werden, sondern leider mittlerweile auch unsere Haustiere und Nutztiere. Und das hat natürlich zur Folge, dass ja nicht nur, ich meine, ihr kennt es nicht nur von Hunden, sondern das gleiche Problem haben wir auch bei Pferden. Wenn die viel zu viel Kraftfutter zum Beispiel bekommen, haben die natürlich auch ganz schnell richtig ernstzunehmende gesundheitliche Probleme. Also hier wirklich auf das Rohfutter auch zu achten und ja, ich sag mal, wie du das so sagtest, lieber so ein bisschen hungriger als jetzt zu viel des Guten. Das macht absolut Sinn. Und hier sind wir meiner Meinung nach auch immer zu vermenschlichen unterwegs, weil das sind ja nun mal unsere Lieblinge und man hat seinen Hund lieb und seinen Hasen lieb und seine Katze lieb und sein Pferd lieb. Aber also das sind ja auch gerade Tiere, die man gerne knuddelt, ne? Und die sind so schön warm und riechen so gut. Und da muss man dann echt aufpassen, dass man die nicht irgendwie zu menschlich auch verwöhnt. Und zwar im Sinne von falscher Nahrung bis hin eben auch, ich sag mal, von zu viel des Guten. Und insofern wollte ich das nur noch mal unterstützen, auch für die anderen Tiere. Und
jetzt weiß ich gerade, du heißt ja gar nicht Larissa, also Larissas Papa. wie heißt du? Darmhaus. Bernhard, ich denke, gerade wenn du so eine Problematik hast, würde ich auf jeden Fall in diese Richtung probieren, aber dann eben, wie Benita gesagt hat, auf jeden Fall auch die Kombination mit den Mineralien. Ganz, ganz wichtig. Also immer, wenn es um Knochen geht. Ja, beraten können wir da sicherlich auch tätig werden, wenn da jemand von euch Fragen hat, dass man da nochmal ein bisschen auf bestimmte Sachen eingehen kann. Mit dem was? Mit dem? Futtermittelberatend oder Futterzusatzberatend könnten wir auch tätig werden, ja, wenn jemand was wissen will. Ich würde kurz gerne für die Kaninchen nochmal wissen, für das du den Zistus-Tee da einfach roh rein, also auch trocken, so wie ich es beim Hunden mache. Auf diesem Gebiet habe ich speziell ein Futter entwickelt, das ich pressen lassen habe in Richtung Industriefutter, wo Zistus drin ist. Aber wiederum habe ich auch sehr gute Erfahrungen über Tee. Denn die Kaninchen sogar sofort annehmen gegenüber frischem Leitungswasser. Also richtig als Tee? Richtig als Tee, als Trinkwasser anbieten. Oh, toll. Und vor allem, die Kaninchen entwickeln einen ganz anderen Eigengeruch, was dann die Mücken und die Fliegen abhält, was dann zum Beispiel die Viren übertragen. Mhm. Bei Pferden übrigens auch gut, ne? Dass man es gar nicht jetzt sondern direkt als Tee, als Getränk anbietet. Ne? Natürlich vielleicht nicht als Heißgetränk. Vielleicht noch zur Geschichte bei uns. Also wir sind Kaninchenzüchter, ich bin Preisrichter. Also sprich jetzt auf Ausstellung darf ich die Tiere bewerben. Sie ist angehender Preisrichter. Also wir haben schon ein kleines bisschen Einfühlung in die Kaninchen. Hat ja dann auch schon fast eine berufliche Erfahrung in dem Sinne, ne? Ja, über 40 Jahre, ja. Okay, super. Bernhard, Larissa, ich danke euch für euren Beitrag. Ich gehe jetzt mal in die Fragen nochmal rein. Vielen Dank. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen was für Nager gehabt. Moment. Kann man sagen, wie lange das Spray Insekten und Co. fernhält? Also ich hab jetzt nie auf die Uhr geachtet. Also kann ich jetzt nicht sagen. Hast du da eine Zeitangabe? Also ist ja so ein bisschen wie ein Schutzfilm. Das heißt, wenn das Tier sich das nicht gerade direkt wieder wegschlabbert, müsste es ja eigentlich ein bisschen länger anhalten. Hast du da Erfahrungswerte, Benita? Also ich glaube, beobachtet zu haben, dass es, wenn es richtig trocken ist, nicht mehr wirkt. Also solange wie das feucht ist, wie das Fell feucht ist, deswegen mischen wir dann auch noch ein ganz kleines bisschen Öl mit in dieses Zistus-Spray rein, in das Emergency-Spray rein, sorry. Und damit das eben nicht so schnell antrocknet. Also in dem Moment, wo es trocken ist, muss man nachsprühen. Okay. In welcher Dosierung kann man denn die Produkte verabreichen? Gibt es da eine Kilogrammregel? Ja, die haben wir ja jetzt mehrfach genannt. Also beim Kolostrum gehen wir bei Tieren hin im Prinzip pro 10 Kilogramm 1 Milliliter. Bei Pferden wäre das eventuell ein bisschen teuer. Wir haben bei Pferden die Erfahrung gemacht, dass man in der Akutphase je nach Pferdegröße zwischen 25 und 50 Milliliter gibt, entsprechend halt in Grammzahlen umgerechnet, würde man das beim trockenen Kolostrum machen, wobei trockenes Kolostrum immer ca. 30% an Wirkung verliert. Und als Dauer zum Halten oder zum Beispiel bei chronischen Prozessen geben wir beim Pferd insgesamt 10 bis 15 Milliliter, je nach Größe. Und wie gesagt, bei Hund, Katze geben wir pro 10 Kilogramm Schritt 1 Milliliter. Was vielleicht war die Erfahrung von Kolostrum? Alina? Genau, was vielleicht auch noch wichtig wäre zu sagen, wenn man jetzt beim Hund zum Beispiel einen starken Schub hat, egal ob das ein Arthrose-Schub ist oder ob das auch ein Schub ist bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung zum Beispiel, gibt es oft Schmerzmittel und Entzündungshemmer, die werden am Anfang doppelt hoch dosiert. So handhabe ich es beim Kolostrum dann auch. Wenn ich was akut habe, kann man schon mal 2 Milliliter pro 10 Kilogramm Körpergewicht geben, auch ruhig 5 bis 7 Tage und dann dosiere ich das immer wieder runter. Dann ist einfach die entzündungshemmende Kraft des Kolostrums nochmal sehr aktiv. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Bauchspeicheldrüse sich dann relativ schnell abreagiert und man, wenn man dann auf einem chronischen Level bleibt, bei 10 Kilogramm pro Milliliter, dass es dann
ja, zu wenig Schüben kommt und man das so sehr, sehr gut unter Kontrolle hat. Genau, ja, das entspricht ja auch dann der Menge, ne? Wie ich gerade bei den Pferden sagte, in der Akutphase, wenn man jetzt 25 bis 50 Milliliter je nach Größe nimmt, um zu halten, dann nachher eben 10 bis 15, dann hat man ungefähr das Drittel. Also wir machen es immer mit einer Doppel- bis Drittel-Serie, wie bei Menschen auch. Also der Mensch nimmt normalerweise circa einmal 8 Milliliter, außer natürlich Kinder. Bei Kindern gilt übrigens auch diese 10-Kilogramm-Regel für diejenigen unter euch, die jetzt kleinere Kinder haben. Und ab dem jugendlichen Alter gilt die Erwachsenenregel mit normalerweise einmal 8 Milliliter am Tag. In Akutphasen aber durchaus doppelt bis dreifach so viel. Ihr braucht da auch keine Sorgen zu haben. Wenn ihr da eine Woche mit in einer zwei- bis dreifachen Dosis hantiert, könnt ihr auf keinen Fall irgendwas überdosieren, was jetzt irgendwie das Tier darunter Schaden nimmt. Ne? Weil dann muss sich natürlich auch was ändern. Das vielleicht auch noch als Hinweis, wenn ihr dann merkt, ihr macht das eine Woche und da tut sich nichts, spätestens dann solltet ihr natürlich dann auch wirklich einen Tierarzt oder einen Tierheilpraktiker zu Rate ziehen, um zu gucken, ob wirklich alles in die richtige Richtung geht, dass ihr da bitte nichts überseht. Das Gleiche gilt natürlich auch für Durchfälle, für Verstopfungen, für Koliken, für Kotwasser. Koliken übrigens eine ganz wichtige Geschichte. Da würde ich beim Pferd zum Beispiel niemals eine Woche warten. Also da würde ich immer sofort da entsprechend tätig werden, weil das kann ganz schnell auch in sehr, sehr ernstzunehmende Situationen sich verändern. Also dass ihr da nicht zu viel rumprobiert als Anregung, aber ich sage mal, natürlich kann man sehr viel auch selber regeln, gerade wenn man eben auch erfahrener Tierliebhaber ist, weil man dann ja auch seine Tiere, denke ich mir, ganz gut kennt. Ja. Das war jetzt die Dosierung fürs Kolostrum. Die anderen Dosierungen hatten wir, glaube ich, gesagt, ne? Kolostrum und Cystus und Co. Ne? Also wenn da noch Fragen sind, einfach gleich nochmal melden. Ist das egal, welche Größe der Hund hat? In Bezug auf was? Ich nehme an, auch auf die Dosierung. Also das haben wir gerade geklärt. Also die Größe spielt keine Rolle, sondern die Kilogrammzahl. Larissa, Cystus wirkt gegen China-Seuche. Danke. Gibt es auch was fürs Fell? Das haben wir, glaube ich, sehr intensiv am Anfang des Webinars behandelt. Falls du das verpasst hast, bitte die Aufzeichnung angucken. Wie entwürmst du denn auf natürlichem Weg? Also ganz ehrlich, ich lese dann immer im Buch. Also ich mag das Buch ganz gern. Muss dazu sagen, wir barfen. Und ich selber musste noch nie entwurmen, weil Janko ist so gesund ernährt, er hat noch nie Probleme mit Würmern gehabt. Auch das können die so ein bisschen beobachten. Je gesünder ihr Tiere ernährt, je gesünder die in ihrem Umfeld leben, damit ist natürlich auch beim Pferd zum Beispiel Bestallung etc. gemeint, Stresssituationen, also da kommen ganz, ganz viele Parameter zusammen. Aber je gesünder und natürlich ein Tier in seinem Umfeld lebt, desto unwahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass ein Parasiten- oder Wurmbefall stattfindet. Sieht man aber im Regelfall relativ schnell, weil ich sage mal, beim Hund zum Beispiel, wenn der Wurmbefall hat, fängt er an, sich unter Umständen am Popo irgendwo zu scheuern etc. Also das kann man relativ schnell feststellen. Ansonsten, wenn ihr unsicher seid, einfach den Kot untersuchen lassen. Und ich kann es jetzt auswendig nicht, aber ich arbeite dann zum Beispiel mit dem Buch und da kommen dann halt, ich sag mal, viele Kräuter, damit also ätherische Öle, bestimmte Pflanzenöle zum Tragen. Und da haben wir Zuschriften bekommen, dass die Leute also sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Benita, vielleicht kannst du da was zu sagen. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht auf naturheilkundliche Weise? Also wir haben ja eigentlich von den Clubs immer die Vorgaben, dass oder die Käufer sollen auch die Welpen chemisch entwurmen, ein ganzes halbes Jahr lang. Ich sage dann immer, wenn ihr das macht, dann habt ihr die Darmflora schön breit, wenn gerade so ein Welpe jeden Monat einmal chemisch entwurmt wird. Ich empfehle also wirklich, den Kot auf 3-4 Tage zu sammeln, kleine Kotprobe zu sammeln, zu googeln, wo die am günstigsten und am billigsten begutachtet wird, damit man dann gezielt arbeiten kann, wenn wirklich ein Wurmbefall da ist. Ganz verhindern lässt sich das bei Welpen nicht, weil die überall rumfressen oder eben Hunde, die gerne Mäuse fangen und so weiter und so fort. Da hat man immer so ein latentes Risiko. Aber es stimmt natürlich, wenn ich ein Tier gesund ernähre, dann ist die Darmflora so stabil, beziehungsweise auch das Immunsystem so stabil, dass da keine
krankhaften Erscheinungen durch einen Wurmbefall passieren werden. Bei Welpen ist das ein bisschen anders. Und es gibt auch wirklich Kräutermischungen, mit denen arbeiten wir auch, die direkt dafür da sind, das Darmmilieu so sauer zu machen, dass der mögliche Wurm dort keine Lust hat zu verweilen und dann lebendigen Leibes ausgeschieden wird. Also mit diesen Wurmen oder mit diesen Präparaten arbeiten wir auch. Auch hier wieder dann immer eine interessante Kombination dann auch, ergänzend Colostrum Pro 12, ne, weil in dem Moment, wo ich natürlich die Darmflora entsprechend von den physiologischen Darmkeimen in der richtigen Anzahl habe und mit Colostrum immerhin eine Natursubstanz habe, die auch antiparasitär wirkt, habe ich hier natürlich nochmal eine zusätzliche optimale Unterstützung. Die nächste Frage ist, barft ihr oder gebt ihr das zum Fertigfutter dazu? Also wir persönlich barfen, haben damit einfach ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also egal, wo wir sind. Ich meine, ihr habt vorhin die Bilder ja gesehen. Wir werden halt wirklich ständig angesprochen. Also wirklich, das hört sich blöd an, aber wir werden in der Fußgängerzone angehalten, weil unser Hund so schön ist. Und manche sagen sogar ganz, ganz wie das Herrchen. Da bin ich total glücklich. Aber auf jeden Fall haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind oder auch Alinas Erfahrungen sind mit Fertigfutter, ob es da wirklich richtig gute Alleinfutter gibt, das kann ich so nicht sagen. Zusätzlich ist es halt so, wenn man jetzt Alleinfuttermittel gibt, muss man natürlich trotzdem immer individuell das Tier betrachten. Also dann sagt zwar der Hersteller, da ist alles drin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, also davon mal abgesehen, aber dann müsst ihr natürlich gucken, trotzdem hat der Hund eventuell spezielle Probleme. Manche Probleme sind ja auch rassebezogen, ne? Manche Tiere neigen zu bestimmten Problemen, dann kann es individuelle Probleme geben. Alina hat ja vorhin auch erzählt von unter Umständen Allergien oder anderen Dingen. Dann kann es auch sein, dass ihr euren Hund, ich sag mal, in einer besonderen Lebensphase habt. Ich sag jetzt mal, ein 9 bis 12 Jahre alter Hund ist ja was ganz anderes als ein junger Hund mit 1 bis 3. Dann ist natürlich die Frage, wie agil ist das Tier? Also wie ist der unterwegs? Und natürlich, wie arbeitet ihr mit dem? Wenn ihr natürlich einen Hund habt und ich sag jetzt mal, ich sage eigentlich immer, da dürfen wir gar keinen Hund halten, aber wenn ihr jetzt in einem Hochhaus in der Stadt wohnt und mit dem Hund dreimal am Tag im Park 20 Minuten Gassi geht, ist das was ganz anderes, wie wenn ihr mit einem Hund eine Stunde bis eineinhalb voll Power im Wald unterwegs seid. Dann habt ihr natürlich auch andere Ansprüche und dann kann man einfach auch eben entsprechend zufüttern und den Hund müsst ihr natürlich beobachten. Und Benita hat ja vorhin was gesagt, also die Rippen, wenn die leicht rauskommen, finde ich das zum Beispiel optimal. Finde ich also besser, wie wenn jetzt man gar nichts sieht, also man richtig so eine Schwarte packen kann. Und auf der anderen Seite dürfen aber die Flanken natürlich nicht so einfallen, dass ihr das Gefühl habt, das ist ein Biafra. Da müsst ihr einfach beobachten und ihr seht ja immer, wie das Tier reagiert. Also es ist jetzt nicht so, dass man Gefahr läuft, zum Beispiel dem Hund oder dem Pferd oder der Katze etwas zu geben und morgen ist sie krank. Also wenn ihr das so macht, wie wir das gerade gesagt haben, ist das überhaupt kein Thema und dann könnt ihr das Stück für Stück beobachten und dann euch da annähern. Dreh's mal um, bitte. Ja, ich sehe es gerade, dass es falsch rum ist. Sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Hans-Ulrich Grimm, Katzen würden Mäuse kaufen. Hans-Ulrich Grimm ist ein Mensch wie Mario Barth, der nicht gerne gelitten wird, den keiner leiden kann, weil der immer den Finger in die Wunde legt. Und ich garantiere euch, wenn ihr dieses Buch gelesen habt, werdet ihr freiwillig zum Vegetarier. Also es geht los bei der Tierfutterindustrie für die Nutztiere und bei dem, wie die Industriefutter hergestellt werden für die Hunde und für die Katzen. Und Kotzen ist noch das kleinste Übel, was euch passiert, wenn ihr dieses Buch lest. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch wirklich kleine Familienunternehmen oder eben Familienunternehmen, die nicht auf industrielle Weise, sondern noch altherd gebracht, wie Oma das eingekocht hat, barf in der Dose zum Beispiel fabriziert. Also es gibt schon Firmen, die dann natürlich auch in einem Nicht-Preissegment von Aldi und Co.
Futter anbieten, wo man ganz gut und gewissenhaft kaufen kann und keine Sorge haben muss, dass man dem Tier damit was Schlechtes tut. Ich persönlich bin beim BAFEN zum Beispiel sehr skeptisch, wenn es um die Welpenaufzucht geht, weil ich beim BAFEN ja im Prinzip nach dem Kilogewicht des Tieres immer, also nach dem Körpergewicht des Tieres immer die Mineralien und die Vitamine beimischen muss. Mhm. Viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, die erzählen, sie BAFEN, die machen eigentlich nur eine Rohfütterung, da kriegt er unten ein bisschen Fleisch, dann gibt es ein bisschen Gemüse, aber das kommt alles nicht in den Verhältnissen, in denen es sein soll, ins Tier, sondern es wird einfach das gefüttert, wo man denkt, das ist gesund, und dann heißt es, wir haben gebarft. Und wenn man muss man sich da auch genau informieren. Ja? Mhm. Genau, und wenn man das beim Welpen macht, kann es tödlich enden, weil eben die Mineralien nicht ausreichen, die Knochen nicht mineralisiert werden oder. Und deshalb bin ich da der Meinung, dann sollte man lieber, wenn man das selber sich nicht zutraut, wirklich googeln, den Markt durchsuchen. Man findet ordentliche Firmen, die dann auch wachstumsgerecht und artgerechtes Nassfutter zum Beispiel anbieten. Also unsere Tochter lebt in England auf einer Biofarm und hat halt selber jetzt einen Wurf gehabt letztes Jahr und hat 10 Welpen komplett selbst auch herangezogen, komplett gebarft. Die erfreuen sich bester Gesundheit. Jetzt muss man dazu sagen, Ronja ist in der tierheilkundlichen Ausbildung und hat Tierpsychologie gemacht. Also die ist da voll im Thema drin. Und dann ist es eben so, wie du gerade sagst, Benita, da muss man, wenn man barft, muss man sich da komplett mit auseinandersetzen. Und da reicht es eben nicht nur, ich sage mal, einmal ein Buch zu lesen und das war's. Also da muss man wirklich gucken, muss nach Kilogramm gehen. Auch hier bei den Hunden gilt natürlich exakt das Gleiche wie auch bei einem Pferd. Das Rohfutter ist im Endeffekt das Wichtige. Das ist die Basis. Und wenn ich da schon alles falsch mache, dann nützt es auch nichts, wenn ich einfach irgendwelche Pillen dazu gebe. Also auch wenn die naturheilkundlich sind. Also da muss man schon sehr genau hingucken. Ich fand aber deinen Hinweis sehr gut mit Aldi und Co. Und das bitte ich auch, dass ihr das mal für euch selber ernst nehmt. Ihr könnt, wenn ihr in einem Supermarkt eure Nahrung kauft, nicht davon ausgehen, dass ihr Qualität erhaltet. Weil ein Supermarkt nur mal den Fokus auf den Preis setzt. Punkt. Und egal, wie oft da Bio oder sonst irgendwas draufsteht, der Kunde wird hier nach Strich und Faden verarscht, ob das Bio-Eier sind aus deutschen Landen, die irgendwie einen Stempel mit NL haben oder was weiß ich nicht was. Ihr müsst einfach davon ausgehen, ein Supermarkt hat den Fokus auf den Preis. Und wenn der Fokus auf den Preis ist, ist die Qualität immer eine Minderqualität. Und das gilt natürlich für euch genauso wie für eure Tiere. Und ich sag mal, wenn das schon für euch nicht tut, tut es bitte für eure Tiere. Gebt denen hochwertiges Futter, kümmert euch drum. Und was natürlich wichtig wäre, das Gleiche solltet ihr euch dann natürlich auch tun. Okay, meine 5-jährige Hündin hat seit circa 2,5 Jahren eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung und zusätzlich sind ihre Nierenwerte nicht so gut. Daher koche ich seit 2,5 Jahren nach einem Ernährungsplan, von einer Expertin erstellt wurde, Kartoffeln, Reis, Gemüse und Fleisch. Gibt es etwas, was ich ihr von unseren Produkten beim Schub Bauchspeicheldrüse geben könnte, Entschuldigung, oder auch so unterstützen? Also ich spreche jetzt einfach mal vor, dann könnt ihr ja vielleicht auch mal dazu sagen, bei solchen Sachen, gerade in Schubweise, würde ich es so machen, wie Alina vorhin geschildert hat, 2- bis 3-fache Dosis Kolostrum, entsprechend nach Körpergewicht der Hündin. Also ich gehe halt hin und nehme pro 10 Kilogramm 1 Milliliter. Und das kann man ruhig 2- bis 3-fach im Schub erhöhen. Ich bin der festen Meinung, wenn ein Anhangorgan unseres Verdauungstraktes nicht in Ordnung ist, sollte man immer pro 12 geben, weil dann im Regelfall auch die Darmflora nicht okay ist. Das heißt, ich würde hier eine pro 12 auch zusätzlich geben. Und ich würde auf jeden Fall auch noch Super Omega 3 geben, was auch beim Tier im Darm entsprechend, ich sag mal, entzündungsdämpfend ist. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, warum die Bauchspeicheldrüse entzündet ist. Eventuell kann das zum Beispiel auch ein Virus sein, der sowas verursacht. Kann aber auch parasitär bedingt sein. Das müsste man vielleicht mal vom Stuhl her untersuchen lassen. Und dann kann man natürlich entsprechend noch mit Cystus und Canis zusätzlich unterstützen. Also das wäre jetzt so das, was ich hier zu der Diät zusätzlich geben würde. Wolltest du was sagen, Benita? Nee, ich schreibe gerade eine Antwort. Okay.
Alina? Hier wird gefragt, Alu, ihr Trinken, gehe Honig, Milliliter pro Kilogramm, 1 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Genau. Zweimal oder dreimal täglich, je nach Akutfall. Also was eventuell nochmal wichtig wäre zu sagen, wenn man sich jetzt beim Aloe Vera austobt, ist es so, dass meines Wissens nach das Peach Drinking Gel für die Hunde nicht verwendet werden sollte, weil das quasi für die Blutzuckererkrankungen ist. Das heißt, die haben einen Zuckerersatzstoff drin und der Zuckerersatz ist für den Hund giftig. Das heißt, definitiv, wenn man dann ins Aloe greift, würde ich bei den Gelenken das Freedom nehmen und bei den inneren Organen wirklich das Honey, definitiv nicht das Peach, dass man das jetzt einfach nochmal sagt, damit sich da keiner falsch ausprobiert. Bei den anderen haben wir halt teilweise zu viel Immunstoffe und andere Stoffe, die für uns gut sind, aber eben nicht für jedes Tier geeignet. Insofern würde ich auch als Basis immer Aloe Vera Honey nehmen. Und bei Gelenkproblemen, wie du sagtest, Freedom und alles andere ist nicht nützlich, in dem Fall für die Tiere. Danke nochmal, ne, für den Hinweis. Gern. So, wie viel Aloe Vera Trinkgel sollte man denn geben? Das haben wir gerade, glaube ich, beantwortet. Also beim Pferd sind wir am Tag bei 100 bis 200 Milliliter. Könnt ihr langsam einschleichen, wie beim Menschen bitte auch. Also erstmal vielleicht ein Drittel geben für ein paar Tage und dann ein bisschen erhöhen. Und bis ihr dann so bei 100, 200 Milliliter seid, je nach Größe des Pferdes. Bei anderen Tieren geben wir immer pro Kilogramm Körpergewicht 1 Milliliter. Auch hier könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr einen Hund habt mit 30 Kilo, der 30 Milliliter am Tag kriegt, dann könnte der könnte rein theoretisch 3x10 kriegen. Also ich fütter unseren Hund nicht 3x, also unser wird 1x gefüttert. Aber ob ihr jetzt 2x oder 1x füttert, ihr könnt das dann entsprechend verteilen auf die Fütterung. Ich würde aber nicht direkt dann mit der 30 Milliliter Tagesdosis anfangen, sondern ich würde dann eben erstmal mit einem Drittel anfangen, also mit 10 Milliliter, das mal ein paar Tage geben, einschleichen, dann erhöhen und dann in die Normaldosierung reingehen. Kurzfristig könnt ihr auch beim Aloe Vera natürlich in eine hohe Dosis mal gehen, wenn Akutphasen da sind, dass ihr dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal in die zwei- bis dreifache Dosis rein, würde ich aber persönlich nie länger als eine Woche machen und würde dann eben wieder entsprechend runtergehen. Ja. Wie viel Freedom-Kapseln oder laut Packung? Also bei den Freedom-Kapseln ist es halt so, das ist ja für den Menschen, sage ich mal, ausgerechnet. Jetzt kann man im Prinzip sagen, je nach Mensch, je nach Beschwerden, 1 bis 3 Kapseln. Also wir haben halt jetzt bei den Hunden, da muss ich auf die Erfahrung von jemand anders zurückgreifen, haben wir 2 Kapseln gegeben am Tag. Der Hund hatte damals 32 Kilogramm oder 33 Kilogramm. Wie es jetzt bei den Pferden von der Menge her ist, kann ich nicht sagen. Weiß nicht, ob ihr da Erfahrung habt. Ich würde beim Pferd nicht auf die Kapseln gehen. Ich würde da auch aufs Flüssige gehen, weil es einfach leichter zu füttern ist. Und es ist auch mal von der Dosierung einfach klarer. Also es ist höher dosiert als in den Kapseln. Die Kapseln kann man füttern, wenn man zum Beispiel sagt, okay, mein Pferd hat eigentlich ein Problem und sollte eigentlich was an Kolostrum nehmen. Ich will das präventiv füttern. Vielleicht, dann würde ich auf Kapseln umsteigen, wobei das beim Pferd auch immer eine sehr hohe Dosis ist. Daher macht es flüssig am meisten Sinn. Ja, wäre das Aloe Freedom Gel am besten. Ne? Okay. Da habe ich mal eine Frage an euch. Ich habe schon oft mit Pferdeleuten gesprochen, die an die Aloe absolut nicht rangehen wollen, weil die der Meinung sind, oder die Ärzte sagen ihnen, da ist zu viel Zucker drin und das ist für das Pferd überhaupt nicht gut. Also grundsätzlich ist ja Zucker für kein Tier gut, ne? Also weder für Hund noch für Katze noch für Pferd. Wobei jetzt das Pferd selber, sage ich mal, wenn es jetzt mit 100 Milliliter Aloe zum Beispiel hier oder mit 150 Milliliter Aloe am Tag arbeitet, bei wesentlich weniger Zucker aufnimmt, wie jetzt zum Beispiel mit einer Kraftnahrung. Ne? Also da braucht man sich gar keinen Kopf zu machen. Und beim Hund ist es genauso. Wenn ich den Hund jetzt zum Beispiel auf Aloe Freedom zum Beispiel gehe oder auf Aloe Honey, ja, wo ja ein Honiganteil nun mal drin ist, in dieser Milliliterzahl, also pro Kilogramm 1 Milliliter, dann kann ich zum Beispiel einfach beim Barfen zum Beispiel den Gemüseanteil einfach etwas wegnehmen. Ne? Aber
da braucht man sich eigentlich keine Gedanken machen. Die Zusätze, die die meisten Pferdeleute füttern, also alles, was Müsli angeht, ist auch so mit Zucker angereichert, wenn man die Leute darauf hinweist und sagt, dass sie da mal drauf schauen sollen. Dagegen ist das, was im Drinking Gel drin ist, ein Witz. Und eben, wollte gerade sagen, unter ein reiner Naturzucker, na gut, ist ja jetzt ein Müsli auch, aber wie du sagst, schon gerade in der Müsli-Mischung, da ist ja richtig viel Zucker drin. Ne? Und jeder Pferdehalter füttert es. So, jetzt habe ich einmal die Frage gehabt, wie viel Freedom-Kapseln oder laut Packung, das hatten wir gerade, und dann nochmal bei Hund und Katze. Ja, also geht ja nach Gewicht, ne? Okay, das haben wir, glaube ich, geklärt. Hilft es das auch bei Flöhen? Also auch das ist unsere Erfahrung. Weiß nicht, wie eure ist. Also allgemein, unsere Erfahrung ist, dass im Grunde genommen alle Parasiten Zystus nicht mögen. Ich glaube, der Bernhard hat das vorhin ganz gut geschildert. Die Tiere haben tatsächlich, wenn man die regelmäßig mit Zystus füttert, einen anderen Geruch. Das stimmt. Und der scheint Parasiten in jedweder Form nicht zu lieben. Also ist so unsere Erfahrung. Wie viel Aloe-Trinkgel bekommt der Hund? Hängt das vom Gewicht ab? Gut, das haben wir geklärt. Hey Doc, ich mache für unseren Hund selber Leberwurst. Dann nehme ich auch das Drinking-Gel dazu und koche es in Gläsern ein. Verliert das Drinking-Gel dann seine Wirkung? Ja, leider ja. Also, Leberwurst von Hund selber machen, finde ich eine geile Idee. Aber denk bitte dran, Aloe Vera wie Kolostrum sind reine Natursubstanzen, die nur deshalb wirken, weil sie unter 42 Grad Temperatur bleiben. Also wenn man diese wirksamen Enzyme, die da drin sind, über 42 Grad erhitzt, gehen die eigentlichen Wirkenzyme kaputt. Und dann hast du tatsächlich nur noch den Geschmack und den Zucker übrig von dem Aloe Drinking Gel. Und das wäre natürlich schade, weil du willst ja wirklich die Wirkung haben. Also würde ich dir empfehlen, die Leberwurst ohne das Aloe Drinking Gel zu machen und dann einfach das Gel so zu geben. Könntet ihr per Mail die Verzehr- und Dosierungsempfehlungen senden? Ja, wir können natürlich jetzt nicht jedem eine E-Mail schicken. Ich hoffe, ihr habt einfach Notizen gemacht. Ansonsten kommt ja eine Aufzeichnung. Gilt es auch für Kaninchen? Was? Ich müsste wissen, was für Kaninchen gelten soll. Also wir haben eine positive Erfahrung ja jetzt schon von euch geschildert bekommen, ne, mit Cystus in Canus. Ich weiß gar nicht, vertragen Kaninchen eigentlich oder Nager generell auch Kolostrum? Wisst ihr da was von? Da gab es mal die Serie von AR, auch die kleinen Pellets mit Kolostrum. Okay. Dann ist die Antwort, die Frage beantwortet. Genau. Also Kolostrum. Sagen, wäre Tiere grundsätzlich. Ja. Ja, man muss ja mal gucken. Also ich weiß halt, dass Nager auch nicht alles vertragen. Ne? Das sind ja auch sehr sensible Tierchen. Ja. Und ich war mir jetzt mit dem Kolostrum nicht sicher. Aber das ist natürlich super. Okay. Also für Kolostrum gilt das auf jeden Fall dann auch. Und Cystus in Canus habt ihr auch schon gut Erfahrung gemacht. Trinkgel bei Katzen. Ich habe zwei, die sich auch gerne mal das Futter gegenseitig wegessen. Kann man das überdosieren? Also da musst du viel nehmen. Also viel zu viel. Also da brauchst du keine Sorgen machen. Also auch wenn der andere mal was wegfrisst. Und dann ins Trocken- oder Nassfutter. Also ich selber bin jetzt kein Trockenfutter-Fan, aber im Prinzip ist es wurscht, ob du Nassfutter oder Trockenfutter gibst. Du kannst das Kolostrum so oder so ja immer reintun. Ja? Also auch Entschuldigung, das Aloe. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Kolostrum. Also wenn du ein Trockenfutter fütterst, kannst du Kolostrum drüber träufeln. Kann natürlich sein, dass die Katzen dir das erstmal vom Trockenfutter runterlecken, weil die das meistens richtig lieben, so vom Geruch her. Aber wie gesagt, ob Nassfutter oder Trockenfutter, ist jetzt für die Gabe von Aloe Vera Trinkgel oder Kolostrum egal. Zum Nassfutter und Trockenfutter für die Katzen würde ich aber grundsätzlich sagen, eine Katze ist ein Wüstentier von Haus aus und hat die Nahrung oder die Flüssigkeit von Generationen vor oder Jahrhunderten
über die Nahrung aufgenommen. Also wenn ihr es irgendwie ermöglichen könnt, füttert eure Katzen bitte nicht mit Trockenfutter. Das ist nicht artgerecht. Also das gilt natürlich nicht. Im Zoo einen Löwen mit Trockenfutter füttern. Ich denke, das ist auch so der Hauptunterschied, wenn man jetzt mal Hund und Katze zusammennimmt und ein Pferd. Beim Pferd ist es halt so, dass es eben trocken futtert. Ne? Ich sag mal, Heu ist nun mal trocken. Bei Hund und Katze ist es wirklich so, dass die im Regelfall eben in der Natur nicht mega viel trinken, sondern hauptsächlich ihre Flüssigkeit über die Nahrung zu sich nehmen und dann eben nur trinken, eben wenn sie zusätzlich Wasser brauchen. Ne? Auch vielleicht nochmal ein Hinweis, wenn man auf Barfen umstellt und das richtig macht, ne, das ist natürlich immer wichtig, dann werdet ihr auch merken, dass euer Hund auf jeden Fall plötzlich deutlich weniger trinkt. Und da braucht ihr auch keine Sorgen machen, der ist ja nicht krank, sondern der hat dann einfach über das Frischfleisch und so einfach mehr Flüssigkeit. Ne? So, mein Hund bekommt von den Zecken Tabletten vom Tierarzt. Leider epileptische Anfälle. Könntest du bitte nochmal die Dosis der Kapseln zur Zeckenbekämpfung wiederholen? Und sind die Produkte bei Pferden auch dopingfrei? Jetzt weiß ich nicht, was für Dopingkontrollen für Pferde gelten. Also bei Menschen können wir damit arbeiten. Müsste man im Einzelnen dann den Verband fragen. Also das gleiche gilt natürlich nicht nur für Pferde, sondern ich glaube auch je nachdem, was für eine Sportart man macht, werden auch Hunde manchmal kontrolliert, ne, was Doping betrifft. Ja. Und da müsst ihr bitte jeweils den einzelnen Verband anfragen. Ich meine, das sind reine Natursubstanzen. Trotzdem fragt bitte vorsichtshalber an. Ich kann nur dazu sagen, wir haben damals die Tiernahrungsergänzung aufgelegt bekommen von der Olympiasiegerin, der Springreiterin, ich habe den Namen leider nicht mehr parat, die aber auch ihre Turnierpferde damit gefüttert hat und definitiv halt damit auch im Olympischen Komitee durchgekommen ist. Hat aber nichts zu sagen, weil jeder Verband ja seine eigenen Regeln macht, also da müsst ihr immer bitte je nachdem, den Verband, mit dem ihr arbeitet, anfragen, ob das Ganze möglich ist. Was die Dosierung betrifft für die Zecken, du nicktest vorhin auch, Benita, habe ich gerade gesehen, ne, vom Tierarzt Tabletten bekommen, epileptische Anfälle. Das sind natürlich Nervengifte, das muss euch bewusst sein, wenn ihr da mit der chemischen Keule arbeitet. Das ist auch ein Grund, warum wir damals ganz klar gesagt haben, da gehen wir halt auch in die naturheilkundliche Richtung. Ich meine, ich kann nicht als Heilpraktiker für Menschen immer die Natur bevorzugen und dann beim eigenen Tier nicht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, jetzt beim Janko haben wir halt gesagt, okay, pro 10 Kilogramm geben wir eine Kapsel. Janko hat etwas über 30 Kilo. Alina hat jetzt andere Erfahrungen gemacht, die gibt eine halbe Kapsel. Nee, gibst du Kapseln, Alina, Zistus? Ich gebe Kapseln, ja. Ich gebe zwei Stück, ne, bei 40 Kilo, ne? Zwei. Ja, also Alina hat aus ihrer Erfahrung her dann faktisch pro 10 Kilogramm eine halbe Kapsel und wir haben pro 10 Kilogramm eine Kapsel. Also ich denke, wenn ihr euch da ungefähr bewegt mit ein bis zwei Kapseln pro 10 Kilogramm Zistus in Canus, kommt ihr klar. Wenn ihr euch unsicher seid, wir haben genauere Dosierungen damals gefunden in der Anleitung für den Zistus und Canus T. Und da ist es 1 bis 3 Gramm pro Futtergabe, je nach Größe und Gewicht des Hundes. Ja, also denke ich, ein schwerer Hund mit 30, 40 Kilo halt 3 Gramm und ein kleiner Hund halt so im Handtaschenformat halt 1 Gramm. Christian, ich würde mich verabschieden. Ja, ich wollte gerade sagen, wir hören jetzt auch auf, weil ich muss mich auch verabschieden. Wir haben jetzt 10:30. Eine Frage liegt mir noch am Herzen, die ich gelesen habe, und zwar Hotspots. Hotspots sind eine ganz große Geschichte bei Hunden, also entzündliche Hautstellen, die aufgrund von Futter zum Beispiel oder sowas aufplatzen. Ich habe da super, super Erfahrungen gemacht mit Silber, mit Mikrosilber. Universalgel gemischt mit Derma Intense, gemischt mit Aloe-Konzentrat. Das ein paar Mal drauf gemacht auf die Hotspot-Sachen, braucht ihr euch keine Sorgen mehr machen, dass das irgendwo lange wächst. Kann vielleicht bei Ekzemen grundsätzlich sagen, vor allen Dingen, wenn sie natürlich zusätzlich bakteriell bedingt sind, dann auf jeden Fall auch an Microsilver denken. Wir haben anstatt Microsilver dann halt immer Colostrum eingesetzt. Das hat auch eine gute Wirkung. Aber das so als Tipp.
Ja, Bernhard, Larissa, vielen Dank. Oder Larissa, Bernhard, Dame immer zuerst, dass ihr euch zugeschaltet habt. Fand ich super. Da hatten wir auch ein bisschen von den Nager. Alina und Benita, ich danke euch mega, mega für eure Unterstützung. So ein bisschen, gebe ich zu, war ich vorher so ins Schwitzen gekommen, weil ich halt nur jetzt mit diesen drei Tierarten meine Erfahrungen hatte. Aber ich finde es super, dass ihr auch die gleichen Erfahrungen hattet. Und wie gesagt, wenn jetzt ganz viele andere Fragen noch sind, die ihr nicht beantwortet bekommen habt, dann meldet euch einfach nochmal. Alina hatte angeboten über Facebook zum Beispiel. Aber ihr könnt dann auch, denke ich, mir die anderen oder auch mich gerne anschreiben und kriegt dann Rede und Antwort. Ja, in dem Sinne. Auch. Was sagst du, Benita? Facebook findet er mich auch unter meinem Namen. Ja, bei uns auch. Perfekt. Ja, ich danke euch für eure Unterstützung und fand es super, war mal ein ganz anderes Thema, hat mich mega gefreut. In diesem Sinne darf ich mich bei allen bedanken, mich verabschieden und bis bald mal, euer HealthDoc. Macht noch einen schönen Abend. Gleich auch. Hat uns auch Spaß gemacht. Alle Tiere und Menschen, vielen Dank. Ciao. Ciao.